Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 7. Wildvogelleben, Teil 1, im Bauernhofe. Donnerstag, den 24. März. Gerade in jenen Tagen trug sich in Schonen eine Begebenheit zu, die sehr viel beredet wurde, ja sogar in die Zeitung kam. Von vielen würde sie freilich für Erdichtung gehalten, weil sie nicht imstande waren, sie zu erklären. In einem Nussholz am Ufer des Bomsees war nämlich ein Eichhörnchenweibchen gefangen und nach einem Bauernhof in der Nähe gebracht. Alle im Bauernhöfe, jung wie alt, freuten sich über das schöne kleine Tier mit dem großen Schwanz, den klugen, neugierigen Augen und den niedlichen, kleinen Beinchen. Sie dachten, sie wollten sich den ganzen Sommer an seinen flinken Bewegungen, seiner drolligen Art, Nüsse zu knacken und seinem munteren Spiel ergötzen. Sie setzten sofort einen alten Eichhörnchen-Käfig in Ordnung, der bestand aus einem kleinen, grün angemalten Haus und einem Stahldrahtrad. Das kleine Haus, das sowohl eine Tür als auch Fenster hatte, sollte das Eichhörnchen als Ess- und Schlafzimmer haben. Deswegen machten sie ein Bett aus welkem Laub für das Tierchen zurecht und setzten eine Schale mit Milch und einige Nüsse da hinein. Aber das Stahldrahtrad sollte es als Spielstube haben, in der es laufen und klettern und die es herumdrehen könnte. Die Leute meinten, dass sie es sehr schön für das Eichhörnchen eingerichtet hätten und wunderten sich, dass es nicht gedeihen wollte. Es saß im Gegenteil niedergeschlagen und unwirsch in einer Ecke seiner Stube, und von Zeit zu Zeit stieß es einen lauten Klageschrei aus. Es rührte das Essen nicht an und drehte das Rad nicht ein einziges Mal herum. »Es ist gewiß bange«, sagten die Leute auf dem Bauernhof. »Morgen, wenn es sich erst heimischer fühlt, wird es schon essen und spielen.« Nun traf es sich so, dass die Frauen im Bauernhof Anstalten zu einem Festschmaus trafen, und gerade an dem Tage, als das Eichhörnchen gefangen wurde, fand großes Backen statt. Und entweder hatten sie Unglück mit dem Teig gehabt, so daß er nicht aufgehen wollte, oder auch sie waren langsam bei der Arbeit gewesen, denn sie waren noch lange nach Hereinbruch der Dunkelheit damit beschäftigt. Es herrschte natürlich großer Eifer und Geschäftigkeit in der Küche, und niemand ließ sich Zeit, daran zu denken, wie es mit dem Eichhörnchen ergehen mochte. In dem Hause war aber eine alte Frau, die war zu alt, um noch an dem Backen teilzunehmen. Das begriff sie selbst sehr wohl, aber sie mochte doch nicht gern so außerhalb des Ganzen stehen. Sie war betrübt, und deswegen ging sie nicht zu Bett, sondern setzte sich an das Fenster in der Stube und sah hinaus. In der Küche hatten sie der Hitze halbe die Tür aufgemacht, so daß der klare Lichtschein auf den Hof hinausströmte. Es war ein Hofplatz mit Gebäuden nach allen Seiten, und es wurde so hell dort, daß die alte Frau die Risse und Löcher im Kalkputz an der Mauer gegenüber erkennen konnte. Sie sah auch den Eichhörnchenkäfig, der gerade an der Stelle hing, auf die der Lichtschein am allerstärksten fiel, und sie beobachtete, wie das Eichhörnchen die ganze Nacht aus seiner Stube in das Rad hinein und aus dem Rad wieder in der Stube sprang, ohne auch nur einen Augenblick zu ruhen. Sie fand, dass das Tier von einer wunderlichen Rastlosigkeit befallen sei, aber sie glaubte natürlich, dass der grelle Lichtschein es wach halte. Zwischen dem Kuhstall und dem Pferdestall befand sich auf dem Hofe eine große Einfahrt, und die lag so, dass sie ebenfalls beleuchtet wurde. Und als die Nacht bereits ein wenig vorgeschritten war, sah die alte Frau einen kleinen Knirps, der nicht größer war als eine Handbreit, aber Holzschuhe und Lederhosen trug, wie ein Arbeitsmann, leise und vorsichtig aus der Einfahrt auf den Hof schleichen. Die alte Frau begriff sofort, dass es der Kobold sei, und sie wurde nicht im geringsten bange. Sie hatte immer gehört, dass er sich dort auf dem Hofe aufhielt, obgleich sie ihn noch nie gesehen hatte, und ein Kobold hatte ja Glück im Gefolge, wo er sich zeigte. Sobald der Kobold auf den gepflasterten Hof gekommen war, lief er geradeswegs
auf den Eichhörnchenkäfig zu, und da der so hoch hing, dass er ihn nicht erreichen konnte, holte er sich eine Stange aus dem Gerätschaftsschuppen, stellte sie an den Käfig und kletterte daran in die Höhe, wie ein Seemann ein Tau entehrt. Als er an den Käfig hinaufkam, rüttelte er an der Tür des kleinen grünen Hauses, als wolle er sie öffnen, aber die alte Frau war ganz ruhig, denn sie wusste, dass die Kinder ein Hängeschloss vor die Tür gehängt hatten, aus Furcht, dass die Nachbarjungen versuchen könnte, das Eichhörnchen zu stehlen. Die alte Frau sah, dass, als der Kobold die Tür nicht aufbekommen konnte, das Eichhörnchen in das Stahlradrad hinausging. Dort hielt es eine lange Beratung mit dem Kobold ab, und als der Kobold alles gehört hatte, was das gefangene Tierchen zu erzählen hatte, rutschte er an der Stange herunter und lief zum Tore hinaus. Die alte Frau dachte, sie würde in dieser Nacht nichts mehr von dem Kobold sehen, aber sie blieb trotzdem am Fenster sitzen. Als eine kleine Weile vergangen war, kam er zurück. Er lief so schnell, dass sie kaum sehen konnte, wie seine Füße den Erdboden berührten, und er eilte auf den Käfig zu. Die alte Frau mit ihren weitsichtigen Augen konnte ihn deutlich sehen, und sie konnte auch sehen, dass er etwas in den Händen trug, aber was es war, konnte sie nicht begreifen. Das, was er in der linken Hand hatte, legte er auf das Steinpflaster, aber das, was er in der rechten hatte, nahm er mit nach dem Käfig hinauf. Hier stieß er mit seinem Holzschuh gegen das kleine Fenster, so daß die Scheibe zerbrach, und dann steckte er das, was er in der Hand hatte, durch das Loch dem Eichhörnchen zu. Darauf ließ er sich wieder hinabgleiten, nahm das, was er an die Erde gelegt hatte, und kletterte auch damit nach dem Käfig hinauf. Und als das getan war, eilte er wieder so hastig von dannen, dass die alte Frau ihm kaum mit den Augen folgen konnte. Nun aber war an dem Mütterchen die Reihe, nicht mehr still in der Stube sitzen zu können. Ganz leise ging sie auf den Hof hinaus und stellte sich in den Schatten der Pumpe, um auf den Kobold zu warten. Und da war noch eine, die ihn entdeckt hatte und neugierig geworden war, nämlich die Hauskatze. Die kam leise geschlichen und stellte sich an der Mauer auf, gerade ein paar Schritte außerhalb der hellsten Lichtstreifs. Sie standen beide da und warteten eine ganze Ewigkeit in der kalten Märznacht, und die alte Frau dachte schon daran, wieder hineinzugehen, als sie etwas auf dem Steinpflaster klappen hörte und den kleinen Knirps noch einmal dahergetrabt kommen sah. Ebenso wie vorhin trug er etwas in jeder Hand, und das, was er trug, piepste und zappelte. Und nun ging dem Mütterchen ein Licht auf. Sie begriff, dass der Kobold im Nutzholz gewesen war und die jungen Eichhörnchen geholt hatte, und dass er sie zu der Mutter bracht, damit sie nicht verhungern sollten. Das Mütterchen stand ganz still, um nicht zu stören, und es schien auch nicht, als wenn der Kobold sie bemerkt hatte. Er wollte gerade das eine Junge an die Erde legen, um mit dem anderen nach dem Käfig hinaufzuklettern, als er die grünen Augen der Katze dicht neben sich sah. Ganz ratlos blieb er stehen, ein Junges in jeder Hand. Er wandte sich um, sah nach allen Seiten aus und gewahrte nun das Mütterchen. Da bedachte er sich nicht lange, sondern ging hin und reichte ihr eins der jungen Eichhörnchen hin. Und das Mütterchen wollte sich seines Vertrauens nicht unwürdig zeigen. Sie beugte sich hinab und nahm das Eichhörnchen entgegen und stand da und hielt es, bis der Kobold mit dem anderen nach dem Käfig hinaufgeklettert war und nun kam, um das zu holen, das er ihr anvertraut hatte. Am nächsten Morgen, als sich die Leute im Bauernhof um den Morgenimbiss sammelten, konnte die alte Frau ja nicht an sich halten. Sie mußte erzählen, was sie in der Nacht gesehen hatte. Und sie lachten natürlich alle zusammen und sagten, das habe sie geträumt. So früh im Jahre gebe es noch gar keine jungen Eichhörnchen. Sie aber war ihre Sache sicher und bat sie, im Eichhörnchenkäfig nachzusehen, und das taten sie. Und da lagen auf dem Laubbett in der Stube vier kleine, halbnackte und halbblinde Junge, die mindestens ein paar Tage alt waren. Als der Hausvater die Jungen sah, sagte er, »Es mag nun hiermit sein, wie es will.
das aber ist gewiß. Wir haben uns hier auf dem Hofe so benommen, dass wir uns vor Tieren und Menschen schämen müssen.« Und dann nahm er das Eichhörnchen und alle die Jungen aus dem Käfig heraus und legte sie dem Mütterchen in die Schürze. »Geh du nun mit ihnen in das Nußholz hinaus«, sagte er, »und gib ihnen ihre Freiheit wieder.« Über diese Begebenheit wurde so viel geredet, und sie kam sogar in die Zeitung. Aber die meisten wollten nicht daran glauben, weil sie sich nicht erklären konnten, wie so etwas geschehen könne. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 8. Wildvogelleben, Teil 2. Fitzköfle. Sonntag, den 26. März. Ein paar Tage später trug sich ein ebenso sonderbares Ereignis zu. Eine Schar wilde Gänse kamen eines Morgens und ließen sich auf einem Felde drüben in dem östlichen Schonen, nicht weit von dem großen Gut Fitzköfle, nieder. In der Schar befanden sich 13 Gänse von der gewöhnlichen grauen Farbe und ein weißer Gänserich, der einen kleinen Knirps auf dem Rücken trug. Der hatte eine gelbe Lederhose und eine grünste Weste an und auf dem Kopfe eine weiße Zipfelmütze. Sie waren nun ziemlich nah an der Ostsee, und auf dem Felde, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, war der Boden sandig, wie er es an der Küste zu sein pflegt. In der Gegend war allem Anschein nach früher Flugsand gewesen, denn an mehreren Stellen standen großen Tannenanpflanzungen, offenbar um den Sand zu halten. Als die wilden Gänse eine Weile gegrast hatten, kamen ein paar Kinder in der Ackerfurche entlang. Die Gans, die Wache hielt, schwang sich schnell mit klatschendem Flügelschlag in die Luft empor, damit die ganze Schar hören könne, dass Gefahr im Anzuge sei. Alle wilden Gänse flogen auf, aber der weiße Gänserich blieb ganz ruhig grasend auf dem Felde. Als er die anderen fliegen sah, hob er den Kopf empor und rief ihnen nach: »Ihr braucht wirklich vor denen da nicht zu entfliehen, es sind ja nur ein paar Kinder.« Der kleine Knirps, der den weiße Gänserich auf dem Rücken gehabt hatte, saß auf einem Erdhügel am Waldesrande und zerzupfte einen Tannenapfel, um die Samenkörner herauszubekommen. Die Kinder waren so dicht in seiner Nähe, dass er nicht über das Feld hinüber zu dem weißen Gänserich zu laufen wagte. Er versteckte sich schnell unter einem großen, welken Distelblatt und stieß dabei einen warnenden Ruf aus. Der Gänserich aber hatte offenbar beschlossen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Er graste ruhig weiter auf dem Felde und achtete nicht einmal darauf, wohin die Kinder gingen. Die bogen indessen vom Wege ab, gingen über das Feld und näherten sich an dem Gänserich. Als der endlich aufsah, waren sie ganz in seiner Nähe, und nun erschrak er so und war so verwirrt, dass er ganz sein Fliegen vergaß und zu laufen anfing, um ihnen zu entkommen. Die Kinder folgten hinterdrein, jagten ihn in einen Graben und fingen ihn. Das Größere von den beiden steckte ihn unter den Arm und ging mit ihm davon. Als der Knirps, der unter dem Distelblatt saß, das sah, fuhr er in die Höhe, als wolle er den Kindern den Gänserich entreißen. Aber dann fiel ihm ein, wie klein und machtlos er war, und er warf sich stattdessen auf den Erdhügel nieder und schlug mit geballten Fäusten in die Erde hinein, ganz außer sich. Der Gänserich schrie aus Leibeskräften um Hilfe. »Däumling, komm und hilf mir! Däumling, komm und hilf mir!« Aber da mußte der Junge doch mitten in alle seinen Kummer lachen. »Ja, ich bin wohl der Rechte, jemand zu helfen«, sagte er. Die Kinder hatten einen großen Vorsprung, aber dem Jungen wurde es nicht schwer, sie im Auge zu behalten, bis er an eine Vertiefung im Boden gelangte, wo ein Bach daher gebraust kam. Der war weder breit noch tief, aber er war trotzdem gezwungen, am Ufer entlang zu laufen, bis er eine Stelle fand, wo er hinüberspringen konnte. Als er aus der kleinen Schlucht herauskam, waren die Kinder verschwunden, aber er konnte ihre Spuren auf einem schmalen Steig sehen, der in den Wald führte, und er fuhr fort, sie zu verfolgen. Bald kam er jedoch an einen Fahrweg, und hier mussten die Kinder sich getrennt haben.
denn da waren Spuren nach zwei Richtungen hin. Nun war der Knirps nahe dran, den Mut zu verlieren. Im selben Augenblick aber sah er auf einem Heidehügel eine kleine weiße Daune. Er verstand nun, dass der Gänserich sie am Wegesrande hatten fallen lassen, um ihm zu zeigen, nach welcher Seite er gebracht war, und er setzte deswegen seinen Weg fort. Und dann folgte er den Kindern durch den ganzen Wald. Von dem Gänserich sah er nichts, aber überall, wo er unsicher in Bezug auf den Weg sein konnte, lag eine kleine, weiße Daune und zeigte ihn zurecht. Der Knirps folgte getreulich den Daunen. Sie führten ihn zum Walde hinaus, über ein paar Felder, einen Weg entlang und schließlich eine Allee hinauf bis an ein Schloss. Am Ende der Allee konnte man einen Schimmer von Giebeln und Türmen und roten Steinen sehen, die mit hellen Streifen und Ornamenten geschmückt waren. Als der Knirps sah, dass da ein Schloss lag, konnte er sich wohl denken, was aus dem Gänserich geworden war. Die Kinder sind gewiss mit dem Gänserich nach dem Schloss gegangen und haben ihn verkauft, und dann wird er wohl schon geschlachtet sein, sagte er zu sich selbst. Aber er wollte sich nicht beruhigen, ehe er richtigen Bescheid hatte, und lief noch eifriger weiter. Er begegnete niemand in der Allee, und das war ja gut. Denn alle, die von seiner Art sind, pflegen sich davor zu fürchten, von Menschen gesehen zu werden. Das Schloss, zu dem er kam, war ein prächtiges, altes Gebäude. Es bestand aus vier Flügeln mit einem Burghof in der Mitte. An der Ostseite befand sich eine tiefe Torwölbung, die auf den Burghof führte. So weit lief der Knirps, ohne sich zu bedenken. Als er aber dahin gekommen war, blieb er stehen. Er wagte nicht, sich weiter zu begeben, sondern stand still und dachte darüber nach, was er nun tun sollte. Er stand noch mit dem Finger an der Nase da, als er Schritte hinter sich hörte, und als er sich umwandte, sah er eine ganze Schar Menschen die Allee hinaufkommen. Schnell schlüpfte er hinter einen Wassertonne, die zufällig dicht neben dem Tor stand, und verbarg sich dort. Was ihn so erschreckt hatte, waren ungefähr zwei Dutzend junge Leute von einer Hochschule. Sie befanden sich in Begleitung eines Lehrers auf einer Fußwanderung, und als sie das Tor erreicht hatten, hieß er sie dort warten, während er hineinging, und fragte, ob sie die alte Burg Fitzköfle besehen könnten. Die Neuangekommenen waren erhitzt und müde, als wenn sie weit gegangen wären. Einer von ihnen war so durstig, dass er an die Wassertonne trat und sich hinabbeugte, um zu trinken. Er hatte eine Botanisiertrommel auf dem Rücken und meinte offenbar, dass sie ihm hinderlich sei, denn er warf sie ab. Dadurch tat sich der Deckel auf, und man konnte sehen, dass einige Frühlingsblumen darin lagen. Die Botanisiertrommel fiel dem Knirps gerade vor die Füße, und er fand, dass dies eine vorzügliche Gelegenheit sei, ins Schloss hinein zu gelangen und zu entdecken, wo der Gänserich geblieben war. Schnell schlüpfte er in die Botanisiertrommel und versteckte sich so gut er konnte, unter Anemonen und Hufflattich. Kaum war es ihm gelungen, sich zu verbergen, als der junge Mann die Botanisierkapsel aufnahm, sie sich auf den Rücken hängte und den Deckel zuklappte. Der Lehrer kam jetzt zurück und sagte, sie hätten die Erlaubnis erhalten, das Schloss zu besichtigen. Vorerst führte er sie jedoch nur auf den Burghof. Dort blieb er stehen und erzählte ihnen von dem alten Gebäude. Schließlich ging die ganze Gesellschaft in das Schloss, aber wenn der Knirps gehofft hatte, dass er Gelegenheit haben würde, aus der Botanisiertrommel herauszuschlüpfen, so sah er sich getäuscht, denn der Schüler behielt die Botanisiertrommel auf dem Rücken, und der Knirps musste alle Stuben mit durchwandern. Es war eine langweilige Wanderung. Jeden Augenblick blieb der Lehrer stehen, um zu erklären und zu erzählen. Er beeilte sich wahrlich nicht, aber er wusste ja auch nicht, dass ein armes kleines Wurm in einer Botanisierkapsel verborgen lag und sich nur danach sehnte, dass er aufhören sollte. Schließlich ging der Lehrer wieder in den Burghof hinaus und blieb abermals stehen und sprach zu den Schülern. Aber die Rede brauchte der Knirps nicht mit anzuhören, denn der Schüler, der ihn trug, war wieder durstig geworden und schlich in die Küche hinaus, um einen Trunk Wasser zu erbitten. Als sie da hineinkamen, fiel dem Knirps ein, dass der Gänserich hier gewiss sein musste.
Er fing an, sich zu rühren, und dabei drückte er unversehens zu stark gegen den Deckel, so daß er aufsprang. Aber die Deckel von Botanisiertrommeln springen ja immer auf, und der Schüler dachte nicht weit daran und drückte ihn nur wieder zu. Die Köchin fragte jedoch, ob er eine Schlange darin habe. »Nein, ich habe nur einige Pflanzen«, antwortete der Schüler. »Aber es rührte sich doch etwas darin«, behauptete die Köchin. Der Schüler öffnete den Deckel ganz weit, um ihr zu zeigen, dass sie ihre. »Da können Sie selbst sehen, dass...« Aber weiter kam er nicht, denn nun wagte der Knirps nicht länger, in der Botanisiertrommel zu bleiben. Mit einem Satz war er an der Erde und stürzte zur Küche hinaus. Die Mägde hatten kaum gesehen, was es war, das da lief, aber sie rannten hinterdrein. Der Lehrer stand noch da und redete, als er durch laute Rufe unterbrochen wurde. »Fangt ihn! Fangt ihn!« riefen alle, die aus der Küche kamen, und die sämtlichen jungen Leute jagten hinter dem Knirps drein, der schneller lief als eine Maus. Sie versuchten, ihn zu fangen, indem sie von der anderen Seite in das Tor hineinliefen, aber es war nicht so leicht, jemand zu erwischen, der so klein war, und er gelangte glücklich ins Freie hinaus. Der Knirps wagte nicht, die offene Allee hinabzulaufen, sondern bog nach einer anderen Seite ab. Er stürzte durch den Garten in den Hinterhof. Die ganze Zeit jagten sie unter Lachen und Rufen hinter ihm drein. Der arme Kleine rannte so schnell er konnte, aber es sah trotzdem so aus, als wenn sie ihn einholen würden. Gerade als er an einer kleinen Tagelöhnerwohnung vorüberkam, hörte er eine Gans gackeln und sah eine kleine weiße Daune auf der Treppe liegen. Da war er, da war der Gänserich. Er war auf falsche Spur gewesen. Er dachte nicht mehr an Mägde und Knechte, die hinter ihm selber dreinjagten, sondern krabbelte die Treppe hinauf und lief auf den Flur. Weiter konnte er nicht kommen, denn die Tür war geschlossen. Er konnte den Gänserich da drinnen schreien und jammern hören, aber es war ihm nicht möglich, die Tür aufzubekommen. Die wilde Jagd, die hinter ihm her war, kam immer näher, und da drinnen in der Stube schrie der Gänserich immer jammervoller. In dieser höchsten Not fasste der Knirps schließlich Mut und donnerte aus Leibeskräften gegen die Tür. Ein Kind kam und öffnete, und der Knirps sah sich in der Stube um. Mittendrin saß eine Frau, die den Gänserich festhielt, um ihm die Schwungfedern abzuschneiden. Ihre Kinder hatten den Gänserich gefunden, und sie wollte ihm kein Leides tun. Sie wollte ihn nur zu ihren eigenen Gänsen hinauslassen, sobald sie ihm die Flügel gestutzt hatte, damit er nicht davon fliegen konnte. Aber es konnte dem Gänserich ja kein größeres Unglück widerfahren, und er schrie und jammerte aus Leibeskräften. Ein Glück war es, daß die Frau nicht früher angefangen hatte zu schneiden. Jetzt waren nur zwei Fäden von der Schere gefallen, als die Tür aufging und der kleine Knirps auf der Schwelle stand. Aber so einen hatte die Frau noch nie im Leben gesehen. Sie konnte sich nichts anderes denken, als daß es der Kobodenvater in eigener Person sei, und vor Schrecken ließ sie die Schere fallen, schlug die Hände zusammen und vergaß, den Gänserich festzuhalten. Sobald er sich frei fühlte, lief er nach der Tür. Er ließ sich keine Zeit stillzustehen, packte aber in der Eile den Knirps beim Hemdbund und nahm ihn mit. Und auf der Treppe breitete er die Flügel aus und hob sich in die Luft empor. Gleichzeitig machte er eine flotte Bewegung mit dem Halse und setzte den Knirps auf seine glatten Rücken hinauf. So ging es mit ihnen dahin in die Luft hinauf, und ganz Fitzköbler stand da und starrte ihn nach. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 9. Im Park von Örfidkloster. Den ganzen Tag, während die Gänse mit dem Fuchs spielten, lag der Junge in einem leeren Eichhörnchennest und schlief. Als er gegen Abend erwachte, war er sehr bekümmert. »Jetzt werde ich bald nach Hause geschickt, und dann lässt es sich ja nicht vermeiden, dass ich mich vor Vater und Mutter sehen lassen muß«, dachte er. Aber als er die wilden Gänse fand, die auf dem Vombsee lagen und schwammen, sagte keine von ihnen ein Wort davon, dass er fort solle. »Sie finden am Ende, dass der Weiße zu müde ist, um heute Abend mit mir nach Hause zu fliegen«, dachte der Junge.
Am nächsten Morgen erwachten die Gänse beim ersten Tagesgrauen, lange vor Sonnenaufgang. Jetzt war der Junge fest überzeugt, dass die Heimreise vor sich gehen müsse, aber sonderbarerweise erhielten der weiße Gänserich und er Erlaubnis, die wilden Gänse auf ihrem Morgensausflug zu begleiten. Der Junge konnte gar nicht begreifen, was der Grund zu dem Aufschub war, aber dann fiel ihm ein, dass die wilden Gänse den Gänserich wohl nicht auf eine weite Reise schicken wollten, ehe er sich ordentlich satt gegessen hatte. Was nun der Grund auch sein mochte, er freute sich über jede Stunde, die verging, ehe er gezwungen war, seine Eltern wiederzusehen. Die wilden Gänse flogen über das Schloss Öfeldkloster, das in einem herrlichen Park östlich vom See lag und sich prächtig ausnahm mit seinem schönen, gepflasterten Burghof, umgeben von niedrigen Mauern und Pavillons und seinem feinen, altmodischen Garten mit beschnittenen Hecken, geschlossenen Alleen, Teichen, Springbrunnen, schönen Bäumen und geradlinigen Rasenflächen, die mit bunten Frühlingsblumen eingefasst waren. Als die wilden Gänse in der frühen Morgenstunden über das Schloss flogen, war noch kein Mensch auf den Beinen. Nachdem sie sich hierüber sorgfältig vergewissert hatten, ließen sie sich über das Hundehaus herniederschweben und riefen, »Was ist das für eine kleine Hütte? Was ist das für eine kleine Hütte?« Augenblicklich kam der Kettenhund aus seinem Haus, wütend und zornig, und bellte in die Luft hinauf. »Nennt ihr das eine Hütte, ihr Landstreicher? Seht ihr denn nicht, dass es ein hohes Schloss aus Steinen ist? Seht ihr denn nicht, was für schöne Mauern es hat? Seht ihr nicht, wie viele Fenster es hat und große Tore und eine prachtvolle Terrasse? Wow, wow, wow! Also, das nennt ihr eine Hütte? Seht ihr nicht den Hof? Seht ihr nicht den Garten? Seht ihr nicht die Treibhäuser? Seht ihr nicht die Marmorsäulen? Nennt ihr das eine Hütte? Pflegen die Hütten einen Park zu haben, in dem Buchenwälder sind und Nußhaine und Waldwiesen und Eichenhaine und Tannenschonungen und ein Tiergarten voll von Rehen? Wow, wow, wow! Nennt ihr das eine Hütte? Habt ihr jemals Hütten gesehen, die so viel Wirtschaftsgebäude ringsumher haben, dass es aussieht wie ein ganzes Dorf? Kennt ihr viele Hütten, die eine eigene Kirche haben und einen Pfarrhof und die über Rittergüter und Bauernhöfe und Pachterhöfe und Häuslereien gebieten? Wow, wow, wow! Nennt ihr das eine Hütte? Zu dieser Hütte gehört das größte Gut in Schonen, ihr Lumpengesindel. Da, wo ihr in den Wolken hängt, könnt ihr kein Fleckchen Erde sehen, das nicht unter dieser Hütte steht. Wow, wow, wow! Dies alles rief der Hund in einem Atemzug, und die Gänse flogen über dem Schloss hin und her und hörten ihm zu, bis er gezwungen war, Atem zu schöpfen. Dann aber schrien sie, »Warum ergreifst du dich so? Wir fragten nur nach deinem Hundehaus.« Als der Junge diese Späße hörte, lachte er anfänglich, dann aber ergriff ihn ein Gedanke, der ihn plötzlich ernsthaft machte. »Denk doch, wie viel Kurzweiliges würdest du zu hören bekommen, wenn du mit den Gänsen durch das ganze Land fliegen dürftest, bis hinauf nach Lappland«, sagte er zu sich selbst. »Wenn du doch in das Unglück geraten bist, so wäre eine solche Reise das Beste, was dir widerfahren könnte.« Die wilden Gänsen flogen auf eins der großen Felder östlich von dem Schloss, um Graswurzeln zu fressen, und damit beschäftigen sie sich stundenlang. Währenddessen ging der Junge in den großen Park hinein, der an das Feld stieß, und guckte in die Büsche hinauf, um zu sehen, ob da nicht ein paar Nüsse vom Herbst her hängen geblieben sein sollten. Aber wie er da so im Park umherging, kehrte immer wieder derselbe Gedanke zu ihm zurück. Er malte sich aus, wie lustig es sein würde, wenn er mit den wilden Gänsen fliegen könnte. Hungern und frieren würde er wohl manch liebes Mal, aber dafür brauchte er dann ja auch nicht zu arbeiten und zu lernen. Als er dort ging, kam die alte graue Führergans auf ihn zu und fragte, ob er genug zu essen gefunden habe. »Nein«, sagte er, »er hätte nichts gefunden.« Da suchte sie ihm zu helfen. Nüsse konnte sie auch nicht finden, aber sie entdeckte ein paar Hagebutten, die an einem wilden Rosenbusch hingen. Der Junge verzehrte sie mit gutem Appetit, konnte aber nicht umhin zu denken, was seine Mutter sagen würde, wenn sie wüsste, dass er jetzt vom rohen Fisch und von alten, überjährigen Hagebutten lebte. Als sich die wilden Gänse endlich satt gegessen hatten, zogen sie wieder an den See hinab und belustigten sich bis gegen Mittag mit Spielen.
Sie forderten den weißen Gänserich auf allen möglichen Sportgebieten zum Wettstreit auf. Sie schwammen um die Wette, liefen um die Wette und flogen um die Wette mit ihm. Der große Zahme tat sein Bestes, wurde aber stets von den flinken wilden Gänsen geschlagen. Der Junge saß während der ganzen Zeit auf dem Rücken des Gänserichs und ermunterte ihn und amüsierte sich ebenso gut wie die anderen. Das war ein Schreien und ein Gackern und ein Lachen, und es war wirklich unbegreiflich, dass die Leute im Schloss es nicht hörten. Als die wilden Gänsen des Spielens überdrüssig waren, flogen sie auf das Eis hinaus, um ein paar Stunden zu ruhen. Den Nachmittag verbrachten sie ungefähr auf dieselbe Weise wie den Vormittag. Zuerst ein paar Stunden grasen, dann baden und spielen im Wasser am Rande des Eises bis Sonnenuntergang, worauf sie sich gleich zum Schlafen hinsetzten. »Das wäre gerade so ein Leben, wie es mir passen würde«, dachte der Junge, als er unter den Flügel der Gans kroch, »aber morgen werde ich gewiss nach Hause geschickt.« Ehe er einschlief, lag er da und dachte darüber nach, dass, wenn er Erlaubnis erhielt, mit dem Wildgänsen zu reisen, er um die Schelte hinwegkam, weil er so faul war. Dann konnte er sich den ganzen Tag umhertreiben und hatte keine anderen Sorgen, als wie er sich etwas zu essen beschaffte. Aber er hatte für den Augenblick ja nur so wenig nötig, damit würde er schon fertig werden. Und dann malte er sich alles aus, was er zu sehen bekommen würde, und die vielen Abenteuer, die er erleben sollte. Ja, das war etwas anderes als all die Arbeit und Mühe daheim. Dürfte ich nur die wilden Gänsen auf ihre Reise begleiten, so wollte ich mich nicht darum quälen, dass ich verhext bin, dachte der Junge. Das Einzige, wovor er sich fürchtete, war, dass er nach Hause geschickt werden würde, aber auch am Mittwoch sagten die Gänse nichts davon, dass er reisen solle. Dieser Tag verging in gleicher Weise wie der Dienstag, und das Leben in der Wildnis gefiel dem Jungen immer besser. Er meinte, er habe den einsamen Park von Erfeldkloster, der so groß war wie ein Wald, ganz für sich allein, und er sehnte sich nicht zurück nach dem engen Haus und den kleinen Feldern daheim. Am Mittwoch glaubte er, dass die wilden Gänse die Absicht hatten, ihn bei sich zu behalten, aber am Donnerstag gab er die Hoffnung wieder auf. Der Donnerstag begann in derselben Weise wie die anderen Tage. Die Gänse weideten auf den großen Feldern, und der Junge suchte sich Nahrung im Park. Als er dort eine Weile gewesen war, kam Akka zu ihm hin und fragte, ob er etwas Essbares gefunden habe. Nein, er hatte nichts gefunden, und da suchte sie ihm eine welke Kümmelpflanze, die alle ihre kleinen Früchte noch unverzehrt bei sich trug. Nachdem der Junge gegessen hatte, sagte Akka, sie fände, er laufe zu kühn im Park herum. Ob er wohl wisse, vor wie vielen Feinden er sich in Acht nehmen müsse, er, der so klein sei. Nein, das wusste er nicht, und dann begann Akka, sie ihm aufzusehlen. Wenn er in den Wald ging, sagte sie, müsse er sich vor dem Fuchs und dem Marder in Acht nehmen. Wenn er an den See hinabkam, müsse er an die Otten denken. Saß er auf dem Steinwall, dürfe er das Wiesel nicht vergessen, das durch die kleinsten Löcher schlüpfen könne. Und wenn er sich in einem Haufen welke Blätter zur Ruhe legen wollte, müsse er erst nachsehen, ob nicht die Natter ihren Winterschlaf in demselben Blätterhaufen halte. Sobald er auf das offene Feld hinauskam, müsse er auf Habicht und Bussard, auf Adler und Falken achten, die alle oben in den Wolken schwebten. Im Nussholz könne er von dem Sperber gefangen werden. Elstern und Krähen gab es überall, und denen sollte er nicht zu sehr trauen, und sobald die Dämmerung hereinbrach, müsse er die Ohren gut aufmachen und nach den großen Eulen horchen, die mit so lautlosem Flügelschlag geflogen kommen, dass sie ihm ganz nahe kommen konnten, ehe er sie bemerkte. Als der Junge hörte, dass es so viel gab, die ihm nach dem Leben trachteten, konnte er wohl einsehen, dass er es ganz unmöglich behalten dürfte. Er fürchtete sich nicht so schrecklich davor, zu sterben, aber er hatte keine Lust, aufgefressen zu werden, und deswegen fragte er Akka, was er tun könne, um sich gegen die Raubmörder zu schützen. Akka antwortete sogleich, der Junge müsse sehen, gut Freund zu werden mit dem kleinen Tiervolk im Feld und Wald, mit dem Eichhörnchenvolk und dem Hasenvolk, mit Finken und Meisen und Spechten und Lerchen. Hätte er die zu Freunden, so könnte sie ihn von Gefahren warnen,
ihm Schlupfwinkel verschaffen, und bei drohender Gefahr konnten sie sich zusammenrotten und ihn verteidigen. Aber als der Junge späterhin am Tage den Rat befolgen wollte und sich an Sierle, das Eichhörnchen, wandte, um seine Hilfe zu erbitten, stellte es sich heraus, dass das Eichhörnchen ihm nicht helfen wollte. »Nein, weiß Gott, du hast nichts Gutes von mir oder den anderen kleinen Tier zu erwarten«, sagte Sierle. »Meinst du, wir wissen nicht, dass du der Gänsejunge Nils bist, der im vorigen Jahr Schwalbenäste herunterholte, Stareneier zerschlug, junge Krähen in die Märgegrube warf, Drosseln und Dohlen fing und Eichkätzchen in ein Bauer steckte? Du musst dir selbst helfen, so gut du kannst, und du musst dich freuen, dass wir uns nicht gegen dich zusammenrotten und dich zu deinesgleichen nach Hause jagen.« Diese Antwort war gerade von der Art, wie sie der Junge, als er noch der Gänsejunge Nils gewesen, nie ungestraft gelassen hätte. Aber nun war er bange, dass auch die wilden Gänse erfahren könnte, wie schlimm er gewesen war. Er hatte sich davor gefürchtet, nicht bei den wilden Gänsen bleiben zu dürfen, dass er es gar nicht gewagt hätte, dumme Streiche zu machen, nachdem er in ihre Gesellschaft geraten war. Er konnte ja freilich nicht viel Schaden anrichten, so klein wie er war, aber er hätte ja doch viele Vogelnester zerstören und viele Eier zerschlagen können, wenn er Lust dazu gehabt hätte. Aber nun war er so brav gewesen, er hatte nicht eine einzige Feder aus einem Gänseflügel gezupft, hatte keinem eine unhöfliche Antwort gegeben, und jeden Morgen, wenn er Acke guten Tag sagte, hatte er die Mütze abgenommen und einen Diener gemacht. Den ganzen Donnerstag dachte er darüber nach, dass ihn die wilden Gänse sicher wegen seiner Boshaftigkeit nicht mit nach Lappland hinaufnehmen wollten. Und als er am Abend hörte, dass Sierle, Eichhörnchens Frau, geraubt war und seine Kinder zum Hungertode nahe waren, beschloss er, ihnen zu helfen, und wie gut ihm das gelang, ist bereits erzählt worden. Als der Junge am Freitag in den Park hineinkam, hörte er in einem jeden Gebüsch die Buchfinken davon singen, wie Sierle, Eichhörnchens Frau, von bösen Räubern ihren neugeborenen Jungen entführt war, und wie sich der Gänsejunge Nils unter die Menschen gewagt und ihr die kleinen Eichhörnchenkinder gebracht hatte. »Wer ist nun im Park von Örfigkloster so angesehen?« sangen die Buchfinken, »wie Däumling, er, vor dem alle so bange waren, damals, als er noch der Gänsejunge Nils war. Das Eichhörnchen will ihm Nüsse geben, die Hasen wollen mit ihm spielen, die Rehe wollen ihn auf den Rücken nehmen und mit ihm davonlaufen. Wenn Reineke Fuchs sich naht, die Meisen wollen ihn vor dem Speer bewahren, und die Finken und Lerchen wollen von seiner Heldentat singen.« Der Junge war ganz sicher, dass sowohl Acker als auch die wilden Gänsen dies alles hörten, aber trotzdem verging der ganze Freitag, ohne dass sie sagten, er könne bei ihnen bleiben. Bis zum Sonnabend weideten die Gänse auf den Feldern um Öffet herum, ungestört durch Reineke Fuchs. Aber am Sonnabendmorgen, als sie auf den Acker hinauskamen, lag er auf der Lauer und folgte ihnen von einem Felde zum anderen, so daß sie keine Ruhe zum Fressen finden konnten. Als es Acker klar wurde, daß er nicht die Absicht hatte, sie in Frieden zu lassen, faßte sie schnell ihren Entschluß, schwang sich in die Luft empor und flog mit der ganzen Schar mehrere Meilen weit. Erst in der Nähe von Fitzköfle ließ sie sich nieder. Aber hier bei Fitzköfle ereignete es sich, wie bereits erzählt ist, dass der weiße Gänserich gestohlen wurde. Hätte nicht der Junge alle seine Kräfte eingesetzt, um ihm zu helfen, so wäre er nie wieder zum Vorschein gekommen. Als der Junge am Sonnenabendabend mit dem Gänserich wieder an den Bombsee zurückkam, fand er, dass er ein gutes Tagewerk getan hatte und war sehr neugierig, was Acker und die wilden Gänse sagen würden. Und die wilden Gänsen kargten keineswegs mit Lob, aber das, was zu hören er sich sehnte, sagten sie nicht. Dann wurde es wieder Sonntag. Eine ganze Woche war vergangen, seit der Junge verhext wurde, und er war noch immer ebenso klein. Aber er schien sich die Sache nicht zu Herzen zu nehmen. Am Sonntagnachmittag saß er tief drinnen in einem großen Weidenbusch unten am See und blies auf eine Rohrflöte. Rings um ihn herum saßen so viele Meisen und Buchfinken und Stare, wie der Busch nur fassen konnte, und zwitscherten Lieder, die er nachzuspielen bemüht war.
aber der Junge war nicht sonderlich bewandert in der Kunst und blies so falsch, daß sich allen den kleinen Singmeistern die Federn sträubten, und sie schrien und schlugen verzweifelt mit dem Flügel. Der Junge lachte so herzlich über ihren Eifer, daß er die Flöte fallen ließ. Er fing wieder von vorne an, es ging aber so schlecht, daß die kleinen Vögel jammerten: »Heute spielst du noch schlechter als sonst, Däumling. Du bläst keinen richtigen Ton. Wo hast du nur deine Gedanken, Däumling?« »Die sind anderswo«, sagte der Junge, und so war es auch. Er saß da und dachte daran, wie lange er wohl noch Erlaubnis erhielt, bei den wilden Gänsen zu bleiben, ob er am Ende noch am heutigen Tagen nach Hause geschickt werden würde. Plötzlich warf der Junge die Flöte hin und sprang von dem Busch herunter. Er hatte Acker und alle Gänse in einer langen Reihe auf sich zu kommen sehen. Sie gingen so ungewöhnlich langsam und feierlich, daß der Junge sofort dachte, jetzt würde er wohl erfahren, was sie mit ihm zu tun gedächten. Als sie endlich stillstanden, sagte Acker: »Du kannst alle möglichen Grund haben, dich über mich zu wundern, Däumling, weil ich dir nicht gedankt habe, als du mich von Reineke Fuchs errettetest. Aber ich gehöre zu denen, die lieber durch die Tat als mit Worten danken. Und nun, glaube ich, ist es mir gelungen, dir einen großen Dienst zu leisten, Däumling. Ich habe zu dem Kobold geschickt, der dich verhext hat. Anfangs wollte er nichts davon hören, dir zu helfen, aber ich habe ihm einen Boten nach dem anderen geschickt und ihn wissen lassen, wie gut du dich bei uns aufgeführt hast. Er lässt dich jetzt grüßen und dir sagen, dass du, sobald du nach Hause zurückkehrst, wieder ein Mensch werden wirst.« Aber so sehr sich der Junge gefreut hatte, als die wilde Gans zu reden anhob, so betrübt war er, als sie geendet hatte. Er sagte kein Wort, sondern wandte sich ab und weinte. »Was in aller Welt ist denn das?« sagte Acker. »Es scheint ja, als hättest du dir mehr gewünscht, als ich dir eben angeboten habe.« Aber der Junge dachte an sorgenfreie Tage und muntere Kurzweil, an Abenteuer und Freiheit und Reisen hoch oben über der Erde. Das alles sollte ihm jetzt entgehen. Er weinte geradezu vor Kummer. »Ich mache mir nichts daraus, Mensch zu werden«, sagte er, »ich will mit euch hinauf nach Lappland.« »Jetzt will ich dir etwas sagen«, entgegnete Acker. »Der Kobold ist leicht beleidigt, und ich fürchte, wenn du sein Anerbieten jetzt nicht annimmst, wird es dir nicht leicht werden, ein zweites Mal Zutritt zu ihm zu erlangen.« Es war sonderbar mit dem Jungen. Sein ganzes Leben lang hatte er sich niemals etwas aus jemand gemacht. Er hatte sich nichts aus Vater und Mutter gemacht, nichts aus seinem Lehrer, nichts aus seinen Schulkameraden, nichts aus den Jungen auf dem Nachbarhöfen. Und alles, wozu sie ihn verlassen wollten, sei es Spiel oder Arbeit, hatte er langweilig gefunden. Deswegen entbehrte er jetzt niemand, sehnte sich nach niemand. Die einzigen, mit denen er sich jemals hatte vertragen können, waren das Gänsemädchen Aase und der kleine Mats, ein paar Kinder, die Gänse auf dem Felde hüteten, so wie er. Aber auch sie hatte er nicht von Herzen lieb. Nein, eigentlich gar nicht. »Ich will kein Mensch sein«, heulte der Junge. »Ich will mit euch nach Lappland. Darum bin ich eine ganze Woche artig gewesen.« »Ich will dir nicht verweigern, mit uns zu kommen, soweit du willst«, sagte Acker. »Bedenke aber doch erst, ob du nicht lieber wieder nach Hause zurückkehren willst. Es könnte doch ein Tag kommen, an dem du es bereuen würdest.« »Nein«, sagte der Junge, »da ist nichts zu bereuen. Ich habe mich nie so wohl gefühlt wie bei euch.« »Ja, dann mag es so sein, wie du willst«, sagte Acker. »Hab Dank«, entgegnete der Junge und fühlte sich so glücklich, daß er vor Freuden weinen mußte, so wie er vorhin vor Kummer geweint hatte. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 10, Glimminghaus, Teil 1, Schwarze Ratten und Graue Ratten. Im südöstlichen Schone, nicht weit vom Meer, liegt eine alte Burg, die Glimminghaus heißt. Sie besteht aus einem einzigen hohen, großen und starken Sandsteingebäude, das meilenweit über die Ebene hin sichtbar ist. Sie ist nicht mehr als 4 Stockwerk hoch, aber doch so gewaltig, dass ein gewöhnliches Haus, das daneben liegt, sich wie ein Puppenhaus ausnimmt. Das große Gebäude hat so dicke Außenmauern und Zwischenwände und Wölbungen, dass in seinem Inneren kaum Platz für etwas anderes ist, als für die dicken Mauern.
Die Treppen sind eng, die Gänge schmal und die Zimmer wenig an Zahl. Um die Mauer nicht ihrer Stärke zu berauben, sind in den oberen Stockwerken nur sehr wenig Fenster angebracht und in dem untersten überhaupt keine. In den alten, kriegerischen Zeiten waren die Leute ebenso froh, wenn sie sich in ein so starkes und mächtiges Haus einschließen konnten, wie wir es jetzt sind, wenn wir bei beißendem Frost in einem warmen Pelz kriechen können. Als aber die gute Friedenszeit kam, wollten sie nicht mehr in den dunklen und kalten Steinsälen der alten Burg wohnen. Sie haben längst das große Glimminghaus verlassen und sind in Wohnungen gezogen, die so eingerichtet sind, dass Licht und Luft hineindringen können. Zu der Zeit, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen herumreiste, wohnten also keine Menschen im Glimminghaus, aber deswegen fehlte es doch nicht an Bewohnern. Auf dem Dach wohnte jeden Sommer ein Storchenpaar in einem großen Nest, auf dem Boden lebten ein paar Horneulen, in den geheimen Gängen hingen Fledermäuse, auf dem Herd in der Küche hatte sich eine alte Katze häuslich niedergelassen. Und unten im Keller hielten sich einige hunderte von alten schwarzen Ratten auf. Ratten sind ja sonst nicht gerade sehr angesehen bei den anderen Tieren, aber die schwarzen Ratten in Glimminghaus bildeten eine Ausnahme. Von ihnen wurde immer mit Achtung gesprochen, weil sie im Streit mit ihren Feinden unter großen Heimsuchungen, die Erfolg betroffen, große Tapferkeit und viel Ausdauer an den Tag gelegt hatten. Sie gehörten nämlich einem Rattenvolk an, das einstmals sehr zahlreich und mächtig gewesen war, jetzt aber im Begriff stand, auszusterben. Gar viele Jahre hatten die schwarzen Ratten schonen und das ganze Land besessen. Sie hausten in jedem Keller, auf jedem Boden, in Scheunen und Schuppen, in Speisekammern und Backstuben, auf Vorwerken und in Ställen, in Kirchen und Burgen, in Brennereien und Mühlen, in jedem Gebäude, das von Menschen errichtet war. Aber nun waren sie von all diesen Städten vertrieben und fast ausgerottet. Nur hier und da in einem alten, einsamen Gehöft konnte man noch einige von ihnen finden, und nirgends waren sie in so großer Menge vorhanden wie in Glimminghaus. Wenn ein Tiervolk ausstirbt, pflegen die Menschen in der Regel schuld daran zu sein. Aber das war diesmal nicht der Fall. Die Menschen hatten freilich die schwarzen Ratten bekämpft, aber sie hatten nicht vermocht, ihnen nennenswerten Schaden zuzufügen. Überwunden waren sie von einem Tiervolk ihres eigenen Stammes, von den grauen Ratten. Diese grauen Ratten hatten nicht von Olims Zeiten her im Lande gewohnt, so wie die schwarzen Ratten. Sie stammten von ein paar armen Einwanderern ab, die vor ungefähr 100 Jahren von einer lübschen Schute aus in Malmö an Land gingen. Es waren zwei heimatlose, verhungerte arme Tiere, die ihr Leben im Hafen selber fristeten, zwischen den Pfählen unter dem Bollwerk herumschwammen und den Abfall fraßen, der ins Wasser geworfen wurde. Sie wagten sich nie in die Stadt hinauf, die im Besitz der schwarzen Ratten war. Aber nach und nach, als die grauen Ratten an Zahl gewachsen waren, wurden sie dreister. Zu Anfang zogen sie in einige alte, verödete Häuser, die heruntergerissen werden sollten und die von den schwarzen Ratten bereits verlassen waren. Sie fanden ihre Nahrung in den Rinnsteinen und Abfallhaufen und nahmen mit all dem Unrat vorlieb, den die schwarzen Ratten verschmähten. Sie waren abgehärtet, genügsam und unerschrocken, und im Laufe von wenigen Jahren waren sie so mächtig geworden, dass sie sich daran machten, die schwarzen Ratten aus Malmö zu verjagen. Sie entrissen in den Bodenräume Keller und Speicher, hungerten sie aus oder bissen sie tot, denn sie waren keineswegs bange vor Krieg. Und als Malmö gewonnen war, zogen sie in großen und kleinen Scharen von dannen, um das ganze Land zu erobern. Es ist gar nicht zu verstehen, warum sich die schwarzen Ratten nicht zu einem großen gemeinsamen Zuge zusammenrotteten und den grauen Ratten das Chaos machten, solange diese noch in der Minderzahl waren. Aber die Schwarzen waren wohl ihrer Macht so sicher, dass sie sich nicht die Möglichkeit denken konnten, sie zu verlieren. Sie saßen still auf ihren Gütern und währenddessen nahmen die grauen Ratten in ein großes Gehöft nach dem anderen, ein Dorf nach dem anderen weg. Sie wurden ausgehungert, herausgejagt, ausgerottet. In Schonen hatten sie sich nicht an einem einzigen Ort zu behaupten vermocht, ausgenommen gerade in Glimminghaus. Das alte, steinerne Gebäude hatte so feste Mauern und es führten so wenige Rattengänge dahin durch, dass es den schwarzen Ratten gelungen war, es zu bewahren und die grauen Ratten am Eindringen zu hindern. Jahr für Jahr, Nacht für Nacht hatte der Streit zwischen Angreifern und Verteidigern gerast, aber die schwarzen Ratten hatten treulich Wache gehalten und mit der größten Todesverachtung gekämpft. Und dank dem prächtigen alten Bau hatten sie beständig den Sieg davongetragen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die schwarzen Ratten, solange sie die Macht besaßen, von allen anderen lebenden Wesen ebenso verabscheut wurden, wie es heutzutage die grauen Ratten sind, und mit vollem Recht. Sie warfen sich über arme, gefesselte Gefangene und peinigten sie. Sie schwelgten in Leichen, sie stahlen die letzten Rüben in dem Keller des Armen, sie bissen schlafenden Gänsen die Füße ab, stahlen den Hühnern Eier und Küchlein und taten nichts als Böses. Aber nachdem sie ins Unglück geraten, war das alles vergessen, und niemand konnte umhin, die Letzten eines Geschlechtes zu bewundern, das so lange in seinem Widerstand gegen die Feinde ausgeharrt hatte. Die grauen Ratten, die in Glimminghaus und seiner nächsten Umgebung wohnten, setzten beständig den Kampf fort und suchten jede passende Gelegenheit zu benutzen, um sich der Burg zu bemächtigen. Man hätte meinen sollen, sie hätten der kleinen Schar schwarzer Ratten Glimminghaus gern friedlich überlassen können, da sie ja nun selber das ganze übrige Land erobert hatten. Aber das fiel ihnen nicht ein. Sie pflegten zu sagen, es sei eine Ehrensache für sie,
die schwarzen Ratten endlich zu besiegen. Wer aber die grauen Ratten kannte, wusste sehr wohl, dass es einen anderen Grund hatte. Sie fanden nur darum keine Ruhe, ehe sie Glimminghaus erobert hatten, weil die alte Burg von den Menschen als Kornspeicher benutzt wurde. Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 11, Glimminghaus, Teil 2, der Storch. Montag, der 28. März. Eines Morgens ganz in der Frühe erwachten die wilden Gänse, die draußen auf dem Baumsee auf dem Eis standen und schliefen, durch laute Rufe oben aus der Luft herab. »Triab, Triab«, klang es. »Triab, Mutter Kranich«, lässt Akka die wilde Gans und ihre Schar grüßen. Morgen findet der große Kranich-Tanz auf Kullerberg statt. Akka machte einen langen Hals und antwortete. »Gruß und Dank, Gruß und Dank«, dann zogen die Kraniche weiter. Die wilden Gänse aber konnten noch lange hören, wie sie flogen, und ihre Botschaft über jedes Feld und jeden Waldhügel hinausriefen. »Triamut lässt grüßen. Morgen findet der große Kranich-Tanz auf Kullerberg statt.« Die wilden Gänse waren sehr erfreut über diese Nachricht. »Das ist wirklich ein Glück«, sagten sie zu dem weißen Gänserich, »dass du mit zu dem großen Kranich-Tanz kommst.« »Ist es denn etwas so Merkwürdiges, Kraniche tanzen zu sehen?«, fragte der Gänserich. »Das ist etwas, wovon du dir nie hast träumen lassen«, erwiderten die wilden Gänse. »Nun müssen wir überlegen, was wir morgen mit Däumling anfangen, damit ihm nichts zustößt, während wir nach Kullerberg reisen«, sagte Akka. »Däumling darf nicht alleine bleiben«, entgegnete der Gänserich. »Wenn die Kraniche nicht erlauben, dass er dem Tanz zusieht, bleibe ich bei ihm.« »Noch nie zuvor hat ein Mensch der Tierversammlung auf Kullerberg beigewohnt«, sagte Akka, »und ich wage nicht, Däumling dahin mitzunehmen. Aber darüber müssen wir späterhin reden. Jetzt wollen wir vor allen Dingen daran denken, dass wir etwas in den Leib bekommen.« Damit gab Akka das Zeichen zum Aufbruch. Auch an diesem Tage suchte sie ihre Weide weit entfernt, aus Angst vor Reineke Fuchs, und ließ sich nicht nieder, bis sie die tiefliegenden Wiesen eine Strecke südlich von Glimminghaus erreicht hatten. Den ganzen Tag saß der Junge am Ufer eines kleinen Teiches und blies auf der Rohrflöte. Er war schlechter Laune, weil er nicht mit nach dem Kranichtanz kommen sollte, und er konnte sich nicht entschließen, ein Wort zu dem Gänserich oder zu einer der anderen Gänse zu sagen. Es war so bitter, dass Akka und die anderen Misstrauen gegen ihn hegten. Wenn ein Junge darauf verzichtet hat, Mensch zu sein, um mit einigen armen wilden Gänsen umherzureisen, so mussten sie doch einsehen, dass er nicht die Absicht hatte, sie zu verraten. Und sie mussten doch auch einsehen können, dass, wenn er so viel geopfert hatte, um sie zu begleiten, es ihre Pflicht war, dafür zu sorgen, dass er all das Merkwürdige zu sehen bekam, was sie ihm zeigen konnten. »Ich werde ihnen wohl die Meinung sagen müssen«, dachte er. Aber Stunde auf Stunde verging, ohne dass er seinen Vorsatz ausführte. Es mag sonderbar klingen, aber der Junge hatte wirklich eine Art Respekt vor der alten Führergans bekommen. Es war gar nicht so leicht, sich gegen ihren Willen aufzulehnen, das merkte er sehr wohl. An der einen Seite des sumpfigen Wiesengrundes, wo die Gänse weideten, befand sich ein breiter Steinwall. Und jetzt geschah es, dass als der Junge gegen Abend den Kopf erhob, um endlich mit Akka zu reden, sein Blick auf die Umzäunung fiel. Da stieß er einen kleinen Ruf des Erstaunens aus, und alle Gänse sahen sofort in die Höhe und starrten nach derselben Richtung wie er. Im ersten Augenblick sah es für sie wie auch für den Jungen so aus, als wenn alle die grauen Rollsteine, aus denen der Wall bestand, Beine bekommen hätten und zu laufen begannen. Aber sie sahen bald, dass es eine Schar Ratten war, die darüber hinliefen. Sie bewegten sich sehr schnell und liefen so dicht nebeneinander, Reihe auf Reihe, und es waren ihrer so viele, dass sie eine lange Weile die ganze steinerne Mauer verdeckten. Der Junge war schon bange vor Ratten gewesen, als er noch ein großer, starker Mensch war. Vielmehr jetzt, wo er so klein war, dass ein paar von ihnen ihm den Chaos machen konnten. Es lief ihm einmal über das andere kalt den Rücken hinab, während er dastand und sie ansah. Das Wunderliche aber war, dass die Gänse denselben Abscheu vor den Ratten zu empfinden schienen wie er. Sie sprachen nicht mit ihnen, und als sie wieder fort waren, schüttelten sie sich, als hätten sie Schleim zwischen die Federn bekommen. »So viele graue Ratten unterwegs«, sagte Yksi von Base Jaure, »das ist kein gutes Zeichen.« Jetzt wollte der Junge die Gelegenheit benutzen, um zu Akka zu sagen, sie solle ihn mit nach Kullerberg nehmen. Aber er wurde abermals daran verhindert, indem sich ein großer Vogel zwischen den Gänsen niederließ. Wenn man diesen Vogel sah, konnte man glauben, er habe Leib und Hals und Kopf von einer kleinen weißen Gans geliehen. Dazu hatte er sich aber große schwarze Flügel, lange rote Beine und einen langen dicken Schnabel angeschafft, der viel zu groß für den kleinen Kopf war und ihn niederzog, sodass sein Aussehen etwas Bedrücktes und Kummervolles bekam. Akka ordnete schnell ihre Deckfedern und machte viele Male eine Verbeugung mit dem Hals, während sie sich dem Storch näherte. Sie war nicht sonderlich überrascht, ihn so früh im Lenzchen schonen zu sehen, denn sie wusste, dass die Storchenmännchen zu rechter Zeit dahinüber zu fliegen pflegen und nachsehen, ob das Nest im Laufe des Winters Schaden gelitten hat, ehe sich die Storchenweibchen die Mühe machen, über die Ostsee zu fliegen. Aber sie konnte nicht begreifen, warum er sie aufsuchte, da die Störche am liebsten mit Leuten ihrer eigenen Art verkehrten. »Ich hoffe, es ist doch nichts mit ihrem Nest geschehen, Herr Langbein«, sagte Akka.
Jetzt zeigte sich, dass es wahr ist, was man zu sagen pflegt, dass nämlich ein Storch selten den Schnabel aufmacht, ohne zu klagen. Und der Umstand, dass es dem Storch schwer wurde, die Worte hervorzubringen, bewirkte, dass das, was er sagte, noch kläglicher klang. Er stand lange da und tat nichts, als mit dem Schnabel klappern, und dann begann er mit heiserer, schwacher Stimme zu sprechen. Er klagte über alles Mögliche. Das Nest, das ganz oben auf dem Dachrücken von Glimminghaus lag, war von den Winterstürmen ganz zerstört worden, und Nahrung war bald nicht mehr zu finden. Die Bewohner von Schonen waren im Begriff, sich seines ganzen Besitzes zu bemächtigen. Sie entwässerten die Wiesen und machten die Sümpfe urbar. Es sei seine Absicht, dies Land zu verlassen und nie wieder zurückzukehren. Während der Storch so jammerte, konnte Akka, die wilde Gans, die selber nicht die Stätte hatte, wohin sie ihr Haupt legen konnte, nicht umhin, im Stillen zu denken. Hätte ich es so gut wie Herr Langbein, da würde ich mich zu gut halten, zu klagen. Er ist noch heutigen Tages ein freier und wilder Vogel, und trotzdem ist er bei den Menschen so gut angeschrieben, dass niemand einen Schuss auf ihn abschießt oder ihm auch nur ein Ei aus dem Neste stehlen würde. Das alles aber behielt sie für sich. Zu dem Storch sagte sie nur, sie könne sich nicht denken, dass er von einem Haus fortfliegen wolle, auf dem, seit es erbaut war, Störche Wohnungen gehabt hätten. Da fragte der Storch plötzlich, ob die Gänse die grauen Ratten gesehen hätten, die nach Glimminghaus gezogen waren. Und als Akka antwortete, sie habe das Ungeziefer gesehen, begann er, ihr von den tapferen schwarzen Ratten zu erzählen, die seit vielen Jahren die Burg verteidigt hatten. Aber in dieser Nacht wird Glimminghaus in die Gewalt der grauen Ratten gelangen, sagte der Storch seufzend. Warum gerade in dieser Nacht, Herr Langbein? Fragte Akka. Weil fast alle Ratten gestern Abend nach Kullaberg gezogen sind, sagte der Storch, im Vertrauen darauf, dass auch alle anderen Tiere dahin wollten. Aber sie sehen, dass die grauen Ratten zu Hause geblieben sind, und nun rotten sie sich zusammen, um über Nacht, wenn Glimminghaus nur von einigen alten gebrechlichen Ratten verteidigt wird, die keine Kräfte mehr haben, mit nach Kullaberg zu wandern, in die Burg einzudringen. Sie werden ihr Ziel schon erreichen, aber nun habe ich seit so vielen Jahren in guter Nachbarschaft mit den schwarzen Ratten gelebt, dass ich keine Lust habe, auf demselben Hause zu wohnen, in dem ihre Feinde sich eingenistet haben. Akka begriff nun, dass der Storch so erbittert über die Handlungsweise der grauen Ratten war, dass er sie aufgesucht hatte, um sich über sie zu beklagen. Aber nach gewohnter Storchenart hatte er nichts getan, um dem Unglück vorzubeugen. »Haben Sie den schwarzen Ratten einen Boten geschickt, Herr Langbein?« fragte sie. »Nein«, erwiderte der Storch, »was hätte das nützen können? Ehe Sie nach Hause kommen, ist die Burg ja schon genommen.« »Das dürfen Sie nicht so unbedingt glauben, Herr Langbein«, sagte Akka. »Ich kenne eine alte Gans, die so eine Schandtat gerne verhindern würde.« Als Akka das sagte, erhob der Storch den Kopf und machte große Augen. Und das war nicht zu verwundern, denn die alte Akka hatte weder Schnabel noch Krallen zum Kampfe taugen. Außerdem war sie ein Tagvogel, und sobald es dunkel wurde, fiel sie unfehlbar in Schlaf, während die Ratten gerade des Nachts kämpften. Aber Akka hatte sich offenbar entschlossen, den schwarzen Ratten zu helfen. Sie rief Yksi von Basijaure zu sich heran und befahl ihm, die Gänse nach dem Wormsee hinaufzuführen. Und als die Gänse Einwände erhoben, sagte sie sehr bestimmt. »Ich glaube, es ist das Beste, wenn ihr mir alle gehorcht. Ich muss nach dem großen steinernen Haus hinfliegen, und wenn ihr mich begleitet, lässt es sich nicht vermeiden, dass die Leute im Hofe uns sehen und uns niederschießen. Der Einzige, den ich mit auf die Reise nehmen will, ist Däumling. Er kann mir von großem Nutzen sein, weil er gute Augen hat und sich des Nachts wach halten kann.« Der Junge hatte gerade seinen eigensinnigen Tag, und als er hörte, was Akka sagte, streckte er sich, um so groß wie möglich zu sein, und ging die Hände auf dem Rücken und die Nase in der Luft auf sie zu, um zu sagen, dass er wahrhaftig nicht behilflich sein wolle, die grauen Ratten zu schlagen. Sie möge sich anderweitig nach Hilfe umsehen. Aber in demselben Augenblick, als sich der Junge blicken ließ, kam Leben in den Storch. Er hatte die ganze Zeit dagestanden, wie Störche zu stehen pflegen, mit gesenktem Kopf, den Schnabel gegen den Hals gepresst. Aber nun konnte man es tief drinnen in seiner Kehle förmlich glucksen hören, als er lachte. Blitzschnell senkte er den Schnabel, ergriff den Jungen und warf ihn 4, 5 Ellen hoch in die Luft empor. Dies Kunststück machte er 7-mal hintereinander, während der Junge schrie und die Gänse riefen. »Was tun Sie denn da, Herr Langbein? Das ist doch kein Frosch, das ist ein Mensch, Herr Langbein.« Schließlich jedoch setzte der Storch den Jungen ganz unbeschädigt wieder hin. Dann sagte er, »Nun fliege ich wieder nach Glimminghaus zurück, Mutter Akka. Alle, die da wohnen, waren sehr bekümmert, als ich von dannen zog. Die werden sich freuen, wenn ich nun komme und ihnen erzähle, dass die wilde Gans Akka und der Menschenknirps Däumling unterwegs sind, um sie zu retten.« Bei diesen Worten streckte der Storch den Hals lang aus, schlug mit den Flügeln und sauste davon wie ein Pfeil, der von einem stramm gespannten Bogen fliegt. Akka begriff sehr wohl, dass er sich lustig über sie machte, aber davon ließ sie sich nicht anfechten. Sie wartete, bis der Junge seine Holzschuhe gefunden, die ihm der Storch abgeschüttelt hatte. Dann setzte sie ihn auf ihren Rücken und flog hinter dem Storch drein. Und der Junge leistete keinen Widerstand und sagte kein Wort davon, dass er nicht mit wollte. Er war so wütend auf den Storch, dass er förmlich da saß und schnob. Der rotbeinige Bursche glaubte, dass er zu nichts zu gebrauchen sei, weil er klein war. Aber er wollte ihm schon zeigen, was für ein Kerl Nils Holgersen aus Femmenhög war.
Wenige Augenblicke später stand Akka in dem Storchennest auf Glimminghaus. Es war ein großes und schönes Nest. Als Unterlage diente ihm ein Rad, und darauf lagen mehrere Schichten aus Zweigen und Grasoden. Das Nest war alt, und viele Büsche und Kräuter hatten dort oben Wurzeln geschlagen. Und wenn die Storchenmutter in der runden Vertiefung mitten im Nest auf ihren Eiern saß, konnte sie sich nicht nur an der schönen Aussicht über den großen Teil von Schonen freuen, sondern auch an den wilden Rosen und dem Huflattich, die in ihrem Nest blühten. Der Junge wie auch Akka sahen sofort, dass hier etwas vor sich ging, was die gewöhnliche Ordnung der Dinge auf den Kopf stellte. Auf dem Rande des Storchennestes saßen nämlich zwei Horneulen, ein alter, graugestreifter Kater und ein Dutzend uralter Ratten mit schiefen Zähnen und rinnenden Augen. Es waren nicht gerade solche Tiere, wie man sie gewöhnlich friedlich beieinander sitzen sieht. Keines von ihnen wandte sich um oder sah Akka an oder hieß sie willkommen. Die hatten keine anderen Gedanken, als auf einige lange graue Streifen hinabzustarren, die hier und da auf den winterkahlen Feldern sichtbar wurden. Alle schwarzen Ratten verhielten sich still. Man konnte ihnen ansehen, dass sie in tiefe Verzweiflung versunken waren und sehr wohl wussten, dass sie weder ihr eigenes Leben noch die Burg zu verteidigen vermochten. Die beiden Eulen saßen da und rollten mit ihren großen Augen, drehten ihre Augenkränze und sprachen mit unheimlicher, heiserer Stimme von der großen Grausamkeit der grauen Ratten, um deretwillen sie nun aus ihrem Nest fliehen mussten, denn sie hatten gehört, dass sie weder Eier noch Junge schonten. Der alte, gestreifte Kater war überzeugt, dass die grauen Ratten ihn tot beißen würden, und er schalt ununterbrochen auf die schwarzen Ratten. »Wie konntet ihr nur so dumm sein, eure besten Streitkräfte von dannen ziehen zu lassen?« sagte er. »Ihr müsst doch wissen, dass auf die grauen Ratten kein Verlass ist. Das ist ganz unverzeihlich.« Die 12 schwarzen Ratten erwiderten kein Wort, aber der Storch konnte es trotz seiner Betrübnis nicht lassen, Kurzweil mit dem Kater zu treiben. »Du brauchst nicht bange zu sein, Kater Murr«, sagte er. »Siehst du denn nicht, dass Mutter Akka und Däumling gekommen sind, um die Burg zu retten? Du kannst sicher sein, dass es ihnen gelingt. Ich muss mich jetzt hinstellen und schlafen, und das tue ich mit der größten Ruhe. Wenn ich morgen aufwache, ist, weiß Gott, nicht eine einzige Ratte mehr in Glimminghaus.« Der Junge blinzelte Akka zu und machte ein Zeichen, dass er den Storch vom Dach herunterstoßen wollte, wenn er sich nun zum Schlafen auf ein Bein am äußersten Rande des Nestes aufstellte. Aber Akka hielt ihn davon zurück. »Es sehe schlimm aus, wenn jemand, der so alt ist wie ich, nicht größere Schwierigkeiten wie diese überwinden könnte. Wenn nur der Eulenvater und die Eulenmutter, die sich die ganze Nacht wach halten können, mit einer Botschaft von mir ausfliegen wollten, so denke ich, kann noch alles gut gehen.« Die beiden Horneulen waren bereit, und dann bat Akka den Eulenvater, die von dannen gezogenen schwarzen Ratten aufzusuchen und ihnen den Rat zu erteilen, so schnell wie möglich heimzukehren. Die Eulenmutter sandte sie zu Flammea, der Turmeule, die im Dom zu Lund wohnte, mit einem Auftrag, der so geheimnisvoll war, dass Akka in ihrer mit flüsternder Stimme anzuvertrauen wagte. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 12, Glimminghaus, Teil 3, der Rattenfänger. Es ging schon stark auf Mitternacht, als die grauen Ratten nach vielem Suchen endlich eine Kellerluke fanden, die offen stand. Sie saß ziemlich hoch in der Mauer, aber die Ratten krochen eine auf die Schulter der anderen, und es währte nicht lange, bis die mutigste von ihnen in der Luke saß, bereit in Glimminghaus einzudringen, vor dessen Mauern so viele ihrer Vorfahren hatten ins Gras beißen müssen. Die graue Ratte blieb eine Weile still in der offenen Luke sitzen und wartete, ob sie angegriffen wurde. Freilich war das Hauptheer der Verteidiger fort, aber sie dachte sich, dass die schwarzen Ratten, die noch in der Burg waren, sich nicht ohne Kampf ergeben würden. Mit klopfendem Herzen lauschte sie auf das geringste Geräusch, aber alles war still. Da fasste der Anführer der grauen Ratten Mut und sprang in den stockdunklen Keller hinab. Eine graue Ratte nach der anderen folgte dem Anführer. Sie waren alle ganz still, und sie waren alle darauf vorbereitet, dass die schwarzen Ratten irgendwo im Hinterhalt lagen. Erst als so viele von ihnen in den Keller eingedrungen waren, dass der Fußboden nicht mehr aufnehmen konnte, wagten sie sich weiter. Obwohl sie nie zuvor in dem Gebäude gewesen waren, machte es ihnen keine Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Sie entdeckten sehr bald die Gänge in den Mauern, die die schwarzen Ratten benutzt hatten, um in die oberen Stockwerke zu gelangen. Ehe sie anfingen, diese schmalen und steilen Gänge hinaufzuklettern, lauschten sie abermals gespannt. Es war ihnen viel unheimlicher, dass sich die schwarzen Ratten so zurückhielten, als wenn sie ihnen im offenen Kampf begegnet wären. Sie wollten kaum im Glück trauen, als sie ohne Kampf in das erste Stockwerk hinaufgelangten. Gleich bei ihrem Eindringen schlug den grauen Ratten der Geruch des Kornes entgegen, das in großen Haufen auf dem Estrich lag. Aber die Zeit, ihren Sieg zu genießen, war noch nicht für sie gekommen. Mit größter Sorgfalt untersuchten sie erst die dunklen leeren Säle. Sie sprangen auf den Herd, der mitten in der alten Burgküche stand, und waren nahe daran, in dem innersten Raum in den Brunnen zu stürzen. Sie ließen nicht eine einzige der schmalen Lichtöffnungen unbesehen. Sie fanden aber noch immer keine schwarzen Ratten. Als dieses Stockwerk ganz und gar in ihrer Macht war, begannen sie, sich in derselben vorsichtigen Weise im Besitz des nächsten zu setzen. Wieder erfolgte ein mühseliges und gefährliches Klettern durch die Mauern, während sie in atemloser Spannung darauf warteten, dass sich der Feind über sie stürzen würde.
und obwohl es der herrlichste Geruch der Kornhaufen lockte, zwangen sie sich mit der größten Genauigkeit, die gewölbte Gesindestube der alten Kriegsknechte mit ihrem steinernen Tisch und dem Herd und den tiefen Fensternischen und der Luke im Boden zu untersuchen, die man in vergangenen Zeiten benutzt hatte, um dahindurch kochendes Pech auf einen eindringenden Feind hinabzugießen. Aber die schwarzen Ratten ließen sich noch immer nicht sehen. Die Grauen tasteten sich hinauf nach dem dritten Stockwerk mit dem großen Festsaal des Burgherrn, der ebenso leer und kahl war wie all die anderen Räume in dem alten Haus. Und sie fanden sogar den Weg zu dem obersten Stockwerk, das aus einem einzigen großen leeren Raum bestand. Der einzige Ort, den zu untersuchen ihnen nicht in den Sinn kam, war das große Storchennest oben auf dem Dach, wo die Eulmutter gerade zu dieser Zeit Akka weckte und ihr mitteilte, dass Flammea die Turmeule ihr Begehren erfüllt und ihr das Gewünschte gesandt habe. Als nun die grauen Ratten so gewissenhaft die ganze Burg durchsucht hatten, fühlten sie sich beruhigt. Sie begriffen, dass die schwarzen Ratten geflüchtet waren und nicht daran dachten, sich zur Gegenwehr zu setzen. Und leichten Herzens liefen sie in die Kornhaufen hinauf. Kaum aber hatten sie die ersten Weizenkörner heruntergeschluckt, als sie unten vom Burghof her gellende Töne aus einer kleinen schrillen Flöte vernahmen. Sie erhoben ihre Köpfe vom Korn, lauschten unruhig, liefen einige Schritte, als wollten sie den Futterhaufen verlassen, wandten sich aber wieder um und begannen von neuem zu fressen. Abermals schallte die Flöte laut und gellend, und nun geschah etwas Merkwürdiges. Eine Ratte, zwei Ratten, ja, eine Menge Ratte sprangen von dem Haufen herunter, ließen das Korn liegen und eilten auf dem kürzesten Weg in den Keller hinab, um aus dem Hause zu gelangen. Es waren aber noch viele graue Ratten zurückgeblieben. Sie dachten daran, welche eine große Mühe es sie gekostet hatte, Glimminghaus zu erobern, und sie wollten es nicht verlassen. Aber noch einmal drangen die Töne der Flöte bis zu ihnen, und sie mussten folgen. In wilder Hast stürzten sie von den Haufen herunter, ließen sich durch die engen Kanäle in den Mauern gleiten und taumelten übereinander in ihrem Eifer hinaus zu gelangen. Mitten auf dem Burghof stand ein kleiner Knirps und blies auf der Flöte. Er hatte schon einen ganzen Kreis von Ratten um sich gesammelt, die erstaunt und verzaubert seinen Tönen lauschten, und jeden Augenblick kamen mehr dazu. Einmal nahm er nur eine Sekunde die Flöte vom Mund, um den Ratten eine lange Nase machen zu können, und da sah es aus, als hätten sie Lust, sich über ihn zu stürzen und ihn tot zu beißen. Aber sobald er blies, waren sie seiner Macht untertan. Als der Knirps alle Ratten von Glimminghaus herausgespült hatte, begab er sich langsam vom Hofplatz auf die Landstraße hinaus, und alle grauen Ratten folgten ihm, weil die Töne seiner Flöte so süß in den Ohren klangen, dass sie ihnen nicht zu widerstehen vermochten. Der Knirps ging voran und lockte sie den Weg nach Walby entlang. In allen möglichen Kreisen und Windungen und auf allen möglichen Umwegen führte er sie durch Hecken und in Gräben hinab, und wo er ging, mussten sie ihm folgen. Er blies unaufhörlich auf seiner Flöte, die aus einem Tierhorn gemacht zu sein schien. Aber das Horn war so klein, dass es heutigen Tages kein Tier gibt, dessen Stirn es entrissen sein könnte. Es wusste auch niemand, wer es verfertigt hatte. Flammea, die Turmeule, hatte es in einer Nische in dem Turm des Domes von Lund gefunden. Sie hatte es Bagde dem Raben gezeigt, und die beiden hatten ergründet, dass es ein Horn war, wie es in alten Zeiten von denen gemacht wurde, die sich Gewalt über Ratten und Mäuse verschaffen wollten. Der Rabe aber war Akkas Freund, und von ihm hatte sie erfahren, dass Flammea im Besitz eines solchen Schatzes war. Und es verhielt sich wirklich so, dass die Ratten der Flöte nicht widerstehen konnten. Der Junge ging voran und spielte, solange die Sterne schimmerten, und sie folgten ihm die ganze Zeit. Er spielte bei Tagesgrauen, er spielte bei Sonnenaufgang, und immer folgte ihm die ganze Schar der grauen Ratten und wurde immer weiter von den großen Kornböden in Glimminghaus fortgelockt. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 13. Der große Kranichtanz auf dem Kullerberge. Dienstag, den 29. März. Man muss einräumen, dass, obwohl viele prachtvolle Gebäude in Schonen errichtet sind, doch keines von ihnen allen so schöne Mauern hat wie der alte Kullerberg. Kullerberg, Kullen. Der Kullerberg ist niedrig und langgestreckt. Er ist keineswegs ein großer oder gewaltiger Berg. Auf dem breiten Bergrücken liegen Wälder und Felder und hin und wieder eine Heide. Hier und da ragen runde Heidehügel und nackte Bergkuppen auf. Es ist nicht sonderlich schön dort oben, es sieht dort so aus wie an allen anderen hochgelegenen Orten in Schonen. Wer die Landstraße entlang geht, die mitten über den Berg führt, kann nicht umhin, sich ein klein wenig enttäuscht zu fühlen. Aber dann biegt er am Ende zufällig vom Wege ab und geht an die Seiten des Berges hinaus und sieht an dem Abhang hinab, und dann entdeckt er plötzlich so viel, was des Sehens wert ist, dass er kaum weiß, woher er die Zeit nehmen soll, es alles zu sehen. Denn die Sache ist die, dass der Kullerberg nicht im Lande liegt, mit Ebenen und Tälern ringsumher wie andere Berge,
sondern er hat sich ins Meer hinausgestürzt, soweit er kommen konnte. Nicht der geringste Streifen Landes liegt am Fuße des Berges und beschützt ihn gegen die Wellen des Meeres. Nein, sie gelangen bis ganz an die Bergwände hinan und können sie nach ihrem Gutdünken abschleißen und formen. Deswegen stehen die Bergwände dort so reich geschmückt, wie es das Meer und sein Gehilfe, der Wind, nur zu tun vermochten. Da sind steile Schluchten, die tief in die Seiten des Berges eingeschnitten sind, und schwarze Felsklippen, die blank geschliffen sind von dem ständigen Peitschenschlag des Windes. Da sind einsame Steinsäulen, die sich kerzengerade aus dem Wasser erheben, und dunkle Grotten mit engem Eingang. Da sind lotrechte, nackte Felswände und Abhänge mit freundlichen Laubwäldern. Da sind kleine Landzungen und kleine Buchten mit kleinen Rollsteinen, die mit jedem Wellenschlag rasselnd auf und nieder gespült werden. Da sind stattliche Klippentore, die sich über dem Wasser wölben. Da sind spitze Steine, die unaufhörlich von weißem Schaum überspritzt werden, und andere, die sich in schwarz-grünem, unveränderlich stillem Wasser spiegeln. Da sind Riesenkessel, die in die Felsklippen hineingegraben sind, und mächtige Spalte, die den Wandersmann locken, sich in die Tiefe des Berges bis in Kulamans Höhle hineinzuwagen. Auf und ab an allen diesen Schluchten und Klippen klettern und kriechen Ranken und Schlingpflanzen. Bäume wachsen dort auch, aber die Macht des Windes ist so groß, dass sich selbst die Bäume in Schlingpflanzen verwandeln müssen, um sich an den Abhängen festhalten zu können. Die Eichen liegen und kriechen an der Erde, während das Laub über ihnen steht wie eine gedrängte Wölbung, und niedrigstämmige Buchen stehen in den Schluchten gleich großen Laubzelten. Diese eigentümlichen Bergwände im Verein mit dem breiten blauen Meer da draußen und der sonnenzitternden, starken Luft darüber machen den Kullaberg den Menschen so lieb, dass große Scharen von ihnen jeden Tag, solange der Sommer währt, da hinaufziehen. Schwieriger ist es wohl zu sagen, was den Berg so anziehend für die Tiere macht, dass sie sich jedes Jahr dort zu einer großen Spielversammlung scharen. Aber das ist eine Sitte, der sie seit Olymps Zeiten gefolgt sind, und man hätte schon mit dabei sein müssen, als die erste Welle an den Kullaberg zu Schaum zerschellte, um erklären zu können, warum gerade er vor allen anderen Orten zum Stelldichein gewählt wurde. Wenn die Zeit zur Versammlung da ist, legen die Kronhirsche, die Rehe, die Hasen, die Füchse und die anderen wilden, vierfüßigen Tiere schon in der Nacht die Reise nach Kullaberg zurück, um nicht von den Menschen gesehen zu werden. Kurz ehe die Sonne aufgeht, ziehen sie alle auf den Spielplatz, eine Heide links vom Wege, nicht weit von der äußersten Landzunge des Berges. Der Spielplatz ist auf allen Seiten von runden Felshöhlen umgeben, die ihn vor jedem verbergen, der nicht zufällig ganz hineingelangt. Und im März ist es nicht wahrscheinlich, dass sich ein Wandersmann dahin verirrt. Alle die Fremden, die sonst auf den Hügeln umherstreifen und an den Bergwänden in die Höhle klettern, sind schon vor vielen Monaten in die Flucht gejagt worden. Und der Leuchtturmwärter da draußen auf der Landzunge, die alte Frau im Kullerhof und der Kullerbauer und seine Leute gehen ihre gewohnten Wege und laufen nicht auf den einsamen Heideflächen umher. Wenn die Tiere auf den Spielplatz gekommen sind, lassen sie sich auf den runden Bergkuppen nieder. Jede Tierart hält sich für sich, obwohl naturgemäß an einem solchen Tage allgemeiner Friede herrscht, so dass niemand einen Überfall zu befürchten braucht. An diesem Tage könnte ein kleines junges Häslein über den Hügel der Füchse laufen, ohne auch nur eines seiner langen Ohren einzubüßen. Aber trotzdem stellen sich die Tiere in verschiedenen Scharen auf. Das ist eine alte Sitte. Haben sie alle ihre Plätze eingenommen, so fangen sie an, sich nach den Vögeln umzusehen. An dem Tage pflegt immer gutes Wetter zu sein. Die Kraniche sind vorzügliche Wetterpropheten und würden die Tiere nicht zusammenrufen, falls Regen zu erwarten wäre. Aber obwohl die Luft klar ist und nichts die Aussicht behindert, sehen die vierfüßigen Tiere doch keine Vögel. Das ist sehr sonderbar. Die Sonne steht hoch am Himmel und die Vögel müssten bereits unterwegs sein. Die Tiere auf dem Kullaberge bemerken aber hier und da eine kleine Wolke, die langsam über die Ebene hingleitet. Und siehe,
Eine von diesen Wolken steuert jetzt plötzlich an der Küste des Öresunds entlang nach dem Kullaberg hinauf. Als die Wolke gerade über dem Spielplatz angelangt ist, bleibt sie stehen, und im selben Augenblick fängt die ganze Wolke an zu klingen und zu zwitschern, als bestünde sie nur aus Tönen. Sie steigt und sinkt, aber während der ganzen Zeit klingt und zwitschert sie. Schließlich fällt die ganze Wolke auf eine Bergkuppe nieder, die ganze Wolke auf einmal, und einen Augenblick später ist die Bergkuppe ganz verdeckt von grauen Lärchen, hübschen, rot-grau-weißen Buchfinken, metallglänzenden Staren und gelbgrünen Meisen. Gleich darauf kommt noch eine Wolke über die Ebene hingetrieben. Sie macht Halt über jedem Gehöft, über den Häuslereien und den Herrensitzen, über kleinen Städten und großen Städten, über Bauernhöfen und Eisenbahnstationen, über Fischerdörfern und Zuckerfabriken. Jedes Mal, wenn sie Halt macht, saugt sie von den Gebäuden unten auf der Erde eine kleine, in die Höhe wirbelnde Wolke aus kleinen grauen Staubkörnchen auf. Auf diese Weise wächst und wächst sie, und als sie endlich gesammelt ist und auf den Kullaberg zusteuert, ist sie keine einzelne Wolke mehr, sondern eine ganze Wolkendecke, die so groß ist, dass sie einen Schatten auf die Erde wirft, der von Högenäs bis Mölle reicht. Als sie über dem Spielplatz Halt macht, verbirgt sie die Sonne, und lange müssen Spatzen auf eine der Bergkuppen herabregnen, ehe diejenigen, die sich im Innersten der Wolkendecke befinden, wieder einen Schimmer des Tageslichts zu sehen bekommen. Aber die größte von diesen Vogelwolken ist doch die, die jetzt sichtbar wird. Sie ist aus Scharen gebildet, die von überall her geflogen kommen und sich ihr angeschlossen haben. Sie ist schwer blau-grau, und nicht ein Sonnenstrahl kann sie durchdringen. Sie naht finster und schreckeinjagend, wie eine Gewitterwolke. Sie ist angefüllt mit dem scheußlichsten Lärm, dem unverheißendsten Hohnlachen. Alle unten auf dem Spielplatz freuen sich, als sie sich endlich in einem Regen von flügelschlagenden und krächzenden Krähen und Raben und Dohlen und Saatkrähen auflöst. Dann erscheint am Himmel nicht nur Wolken allein, sondern eine Menge verschiedener Striche und Zeichen, gerade punktierte Linien im Osten und Nordosten. Das sind Waldvögel aus den Göinger Harden, Birkhähne und Auerhähne, die in langen Reihen in einem 3 Ellen weiten Abstand voneinander geflogen kommen. Und die Schwimmvögel, die auf Markleppen vor Falsterbo nisten, kommen jetzt in vielen wunderlichen Flugordnungen über den Öresund dahergeschwebt, in Dreiecks und in langen Winkeln, in schiefen Haken und in Halbkreisen. Zu der großen Versammlung, die in dem Jahr stattfand, als Niels Holgersen mit den wilden Gänsen umherflog, kamen Akka und ihre Schar später als all die anderen, und darüber konnte man sich nicht verwundern, denn Akka war über ganz Schonen geflogen, um nach dem Kullaberg zu gelangen. Außerdem hatte sie, sobald sie am Morgen erwachte, ausfliegen müssen, um nach Däumling zu suchen. Der war viele Stunden lang gewandert und hatte den grauen Ratten auf der Flöte vorgespielt, um sie weit von Glimminghaus wegzulocken. Der Eulenvater war mit der Nachricht heimgekehrt, dass die schwarzen Ratten gleich nach Sonnenaufgang wieder daheim sein würden, und so war denn keine Gefahr mehr, wenn man die Flöte der Turmeule verstummen und die grauen Ratten laufen ließ, wohin es ihnen beliebte. Aber nicht Akka entdeckte den Jungen, wie er da mit seinem großen Gefolge ging, nicht sie ließ sich schnell zu ihm herab, packte ihn mit dem Schnabel und schwebte mit ihm in die Luft empor, nein, das alles tat Herr Langbein, der Storch. Denn Herr Langbein hatte sich ebenfalls aufgemacht, um nach ihm zu suchen, und hinterher, als er ihn in das Storchennest hinaufgebracht hatte, bat er ihn um Verzeihung, weil er ihn am Abend zuvor mit Geringschätzung behandelt hatte. Darüber freute sich der Junge sehr, und der Storch und er wurden gute Freunde. Akka war auch sehr freundlich gegen ihn, scheuerte ihren alten Kopf mehrmals an seinem Arm und lobte ihn, weil er denen geholfen hatte, die in Not waren. Aber das muss man zur Ehre des Jungen sagen, er nahm kein Lob an, das er nicht verdient hatte. »Nein, Mutter Akka«, sagte er, »Sie müssen nicht glauben, dass ich die Grauen weglockte, um den Schwarzen zu helfen. Ich wollte nur Herrn Langbein zeigen, wozu ich zu gebrauchen war.«
Kaum hatte er diese Worte gesagt, als sich Akka an den Storch wandte und fragte, ob er glaube, dass es angehe, Däumling mit nach Kullaberge zu nehmen. »Ich finde, wir können uns auf ihn verlassen wie auf uns selbst«, sagte sie. Der Storch riet sofort sehr eifrig zu, Däumling mitzunehmen. »Natürlich müssen Sie Däumling mit nach dem Kullaberg nehmen, Mutter Akka«, sagte er. »Es ist ein großes Glück für uns, dass wir ihn für alles belohnen können, was er über Nacht für uns ausgestanden hat. Und da es mich noch quält, dass ich mich gestern Abend nicht hübsch gegen ihn aufgeführt habe, will ich ihn auf meinem Rücken ganz bis an den Versammlungsort tragen.« Es gibt nicht viel, was besser schmeckt, als Lob von denen zu empfangen, die selbst klug und tüchtig sind. Und der Junge war nie so glücklich gewesen wie jetzt, wo die wilde Gans und der Storch so von ihm sprachen. Der Junge legte also die Reise nach dem Kullaberge auf einem Storchenrücken sitzend zurück. Obwohl er wusste, dass dies eine große Ehre war, verursachte es ihm doch viel Angst. Denn Herr Langbein war ein Meister im Fliegen und sauste mit einer ganz anderen Geschwindigkeit dahin als die wilden Gänse. Während Akka den geraden Weg mit gleichmäßigen Flügelschlägen flog, belustigte sich der Storch damit, eine Menge Fliegekunststücke zu machen. Bald lag er in einer unermesslichen Höhe, ganz still, und schwamm auf der Luft, ohne die Flügel zu bewegen. Bald warf er sich mit so starker Geschwindigkeit herab, dass man ein Gefühl hatte, als falle man auf die Erde wie ein Stein. Bald trieb er kurzweil, indem er sich in großen und kleinen Kreisen rund um Akka herumschwang, wie ein Wirbelwind. Der Junge hatte noch nie etwas Ähnliches mitgemacht, und obwohl er sich in steter Angst befand, musste er sich doch gestehen, dass er nie zuvor gewusst hatte, was ordentliches Fliegen war. Sie machten nur eine einzige Unterbrechung in der Reise, nämlich als sich Akka auf dem Bombsee den Reisegefährten anschloss und ihnen zurief, dass die grauen Ratten überwunden seien. Dann flogen sie alle geraden Weges nach dem Kullaberge. Dort ließen sie sich auf dem obersten Teil der Bergkuppe nieder, die den wilden Gänsen vorbehalten war, und als nun der Junge den Blick von einer Kuppe zur anderen wandern ließ, sah er, dass sich über der einen das vielzackige Gehörn des Kronhirsches erhob und über einer der anderen die grau-weißen Nackenfedern des Reihers. Eine Bergkuppe war rot von Füchsen, eine war schwarz und weiß von den Strandvögeln, eine war grau von Ratten. Eine war mit schwarzen Raben bedeckt, die unaufhörlich schrien, eine mit Lerchen, die nicht imstande waren, sich still zu verhalten, sondern sich unablässig in die Luft emporschwangen und vor Freude sangen. Wie es stets auf dem Kullaberge herzugehen pflegt, eröffneten die Krähen die Spiele und die Kurzweil des Tages mit ihrem Flugtanz. Sie teilten sich in zwei Scharen, die gegeneinander flogen, sich begegneten, umkehrten und wieder von vorne anfingen. Dieser Tanz hatte viele Touren und erschien den Zuschauern, die nicht in die Regeln des Tanzes eingeweiht waren, zu einförmig. Die Krähen waren sehr stolz auf ihren Tanz und alle anderen waren froh, als er beendet war. Die Tiere fanden ihn ebenso trübselig und sinnlos wie das Spiel der Winterstürme mit den Schneeflocken. Sie wurden schlechter Laune von dem Ansehen und warteten gespannt auf etwas, das sie ein wenig belustigen konnte. Sie sollten auch nicht vergebens warten, denn sobald die Krähen ihren Tanz beendet hatten, kamen die Hasen gelaufen. Ohne sonderliche Ordnung wimmelten sie in einer langen Reihe hervor. In einigen Reihen ging nur einer, in anderen liefen drei oder vier nebeneinander. Alle hatten sie sich auf zwei Beine erhoben und kamen in einer solchen Fahrt dahergesaust, dass die langen Ohren nach allen Seiten flogen. Während sie liefen, drehten sie sich rundherum, machten hohe Sprünge und schlugen die Vorderpfoten gegen die Rippen, so dass es klatschte. Einige schossen eine lange Reihe Purzelbäume, andere duckten sich zusammen und rollten wie Räder auf der Erde dahin. Einer stand auf einem Bein und drehte sich rundherum, einer ging auf den Vorderpfoten. Da war gar keine Ordnung, aber es lag gute Laune über dem Spiel der Hasen, und die vielen Tiere, die dastanden und ihnen zusahen, fingen an, schneller zu atmen. Jetzt war Frühling, Lust und Freude waren im Anmarsch. Der Winter war zu Ende, der Sommer nahte. Bald war das Leben nur noch ein Spiel.
Als die Hasen sich ausgetollt hatten, kam die Reihe aufzutreten an die großen Waldvögel, hunderte von Auerhähnen in glänzend schwarzem Federkleid und mit schimmernd roten Augenbrauen schwangen sich in eine große Eiche hinauf, die mitten auf dem Spielplatz stand. Derjenige, der auf dem obersten Zweige saß, blies die Federn auf, senkte die Flügel und schlug den Schweif auseinander, so daß die weißen Deckfedern sichtbar wurden. Dann streckte er den Hals vor und entsandte ein paar tiefe Halstöne aus seiner schwellenden Kehle. Tschack, 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 klang es. Mehr konnte er nicht hervorbringen, es gluckste nur ein paar Mal tief unten in der Kehle. Dann schloss er die Augen und flüsterte, sis, 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 hört, wie schön es ist, sis, sis, sis. Und im selben Augenblick verfiel er in eine solche Verzückung, dass er nicht mehr wusste, was um ihn her vor sich ging. Während der erste Auerhahn noch sis, sis, sis flüsterte, begannen die drei, die zunächst unter ihm saßen, zu singen, und ehe sie das Lied beendet hatten, begannen die zehn, die unter ihnen saßen, und so weiter, von Zweig zu Zweig, bis alle die hunderte von Auerhähnen sangen und glucksten und zischelten. Sie gerieten alle in dieselbe Verzückung während ihres Gesanges, und gerade dies wirkte auf die anderen Tiere wie ein ansteckender Rausch. Noch vor kurzem floss das Blut lustig und leicht, jetzt fing es an, schwer und heiß zu strömen. Ja, wahrlich ist es Frühling, dachten die vielen Tiervölker. Die Kälte des Winters ist entschwunden, das Feuer des Lenzes brennt über der Erde. Als die Birkhähne merkten, dass die Auerhähne einen solchen Erfolg hatten, konnten sie sich nicht länger ruhig verhalten. Da dort kein Baum war, auf den sie sich setzen konnten, sausten sie auf den Spielplatz hinab, wo das Heidekraut so hoch stand, dass man nichts weiter sehen konnte als ihre schönen wehenden Schwanzfedern und ihre dicken Schnäbel, und dann begannen sie zu singen. Orr, orr, orr. Gerade als die Birkhähne anfingen, um die Wette mit den Auerhähnen zu singen, geschah etwas, was noch nie geschehen war. Während alle Tiere ganz in Anspruch genommen waren von dem Spiel der Auerhähne, schlich sich ein Fuchs ganz leise an die Bergkuppen der wilden Gänse heran. Er ging sehr vorsichtig und kam ein Stück des Hügels hinauf, ehe ihn jemand entdeckte. Plötzlich ward jedoch eine Gans seiner ansichtig, und da sie sich nicht denken konnte, dass sich ein Fuchs in guter Absicht zwischen die Gänse schlich, begann sie zu rufen: »Nehmt euch in Acht, ihr wilden Gänse, nehmt euch in Acht!« Der Fuchs schnappte nach ihr, vielleicht hauptsächlich, damit sie schweigen solle, aber die wilden Gänse hatten den Ruf bereits vernommen und hoben sich alle in die Luft empor. Und als sie davongeflogen waren, sahen die Tiere Reineke Fuchs auf der Bergkuppe der wilden Gänse stehen, die tote Gans im Rachen. Aber weil Reineke so den Frieden des Spieltages gebrochen hatte, erhielt er eine so harte Strafe, dass er zeitlebens bereute, seine Rachgier keinen Zwang angetan zu haben, dass er versucht hatte, doch einmal Akka und ihrer Schar Schaden zuzufügen. Er wurde sofort von einer Schar von Füchsen umringt und nach dem alten Gesetz verurteilt, das also lautet: Wer an dem großen Spieltage den Frieden stört, soll zu Landflüchtigkeit verdammt sein. Auch nicht ein Fuchs wollte das Urteil mildern, denn sie wussten alle, dass sie im selben Augenblick, wo sie das versuchten, vom Spielplatz verjagt werden würden und nie mehr ihren Fuß dorthin setzen durften. Also wurde Landesverweisung über Reineke ausgesprochen, ohne dass jemand Einspruch dagegen erhob. Es wurde ihm verboten, sich in Schonen aufzuhalten. Er wurde von Frau und Sippe verbannt, von Jagdgründen und Wohnung, von den Ruhestätten und Schlupfwinkeln, die bisher die seinen gewesen waren, und musste sein Glück in fremdem Lande suchen. Und auf das alle Füchse in ganz Schonen wussten, dass Reineke dortzulande friedlos war, biss ihm der älteste der Füchse den rechten Ohrzipfel ab. Sobald das geschehen war, fingen alle die Jungfüchse an, vor Blutdurst zu heulen und stürzten sich über Reineke. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als zu fliehen, und mit allen den jungen Füchsen auf den Fersen eilte er fort vom Kullerberge. Dies alles trug sich zu, während die Birkhähne und Auerhähne ihren Sängerkampf abhielten. Aber diese Vögel gehen in dem Maße in ihrem Gesang auf, dass sie weder sehen noch hören. Sie hatten sich auch gar nicht stören lassen. Kaum war der Wettstreit der Waldvögel beendet, als die Kronhirsche vom Heckeberge vortraten, um ihr Kampfspiel zu zeigen. Es waren mehrere Paar Kronhirsche, die gleichzeitig kämpften.
Sie stürzten sich mit großer Kraft aufeinander, schlugen die Geweihe dröhnend gegeneinander, so daß sie sich ineinander flochten und suchten sich gegenseitig hintenüber zu zwingen. Sie rissen Heidehügel mit ihren Hufen aus, ihr Atem stand wie eine Rauchwolke um sie, aus ihren Kehlen tönte ein fürchterliches Brüllen und an ihrem Bug floss Schaum herab. Ringsumher auf den Hügeln herrschte atemlose Stille, während die streitgewohnten Hirsche kämpften, und bei allen Tieren wurden neue Gefühle wachgerufen. Alle fühlten sich mutig und stark, belebt von wiederkehrender Kraft, neugeboren vom Frühling, frisch und aufgelegt zu allerhand Abenteuern. Sie empfanden keinen Zorn gegeneinander, aber doch hoben sich alle Flügel, die Nackenfedern sträubten sich, die Krallen wurden gewetzt. Hätten die Heckeberger noch einen Augenblick weiter gestritten, würde auf den Hügeln ein wilder Kampf entstanden sein, denn sie waren alle von einem brennenden Verlangen erfasst, zu zeigen, dass auch sie voller Leben waren, dass die Ohnmacht des Winters vorbei war, dass ihre Leiber vor Kraft glühten. Aber die Kronhirsche beendeten ihren Kampf im rechten Augenblick, und sofort lief ein Flüstern von einem Hügel zum anderen: »Jetzt kommen die Kraniche!« Und dann kamen die Vögel im grauen Dämmerungsgewande, mit Federbüschen auf den Flügeln und rotem Federschmuck im Nacken. Die großen Vögel mit ihren hohen Beinen, ihren schlanken Hälsen und ihren kleinen Köpfen kamen in mystischer Verzückung die Hügel hinab. Während sie vorwärts glitten, drehten sie sich herum, halb fliegend, halb tanzend. Die Flügel anmutig erhoben, bewegten sie sich mit unbegreiflicher Schnelligkeit. Es lag etwas Seltsames und Fremdes über ihrem Tanz. Es war, als hätten sie es von den Nebeln gelernt, die über den einsamen Mooren schwebten. Es lag Zauberei darin. Alle, die noch nie auf dem Kullaberge gewesen waren, begriffen, warum die ganze Zusammenkunft ihren Namen nach dem Tanz der Kraniche hatte. Es lag Wildheit darüber, aber das Gefühl, das es wachrief, war trotzdem eine sanfte Sehnsucht. Niemand dachte jetzt mehr daran zu kämpfen. Aber stattdessen empfanden alle, die Beschwingten und die, so da keine Schwingen hatten, ein Sehnen, unendlich hoch emporzusteigen, sich über die Wolken zu erheben, das zu suchen, was dahinter war, den beschwerenden Körper abzuwerfen, der zur Erde niederzog, und zu dem Überirdischen emporzuschweben. Eine solche Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, nach dem, was sich hinter dem Leben verbirgt, empfanden die Tiere nur einmal im Jahre, nämlich an dem Tage, wo sie den großen Kranichtanz sahen. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 14. Im Regenwetter. Mittwoch, den 30. März. Es war der erste Regentag auf der Reise. Während der ganzen Zeit, die sich die wilden Gänse in der Gegend des Bombsees aufgehalten, hatten sie gutes Wetter gehabt. Aber an demselben Tage, als sie die Reise gen Norden antraten, fing es an zu regnen, und der Junge musste mehrere Stunden ganz durchnässt und zähneklappernd vor Kälte auf dem Gänserücken sitzen. Am Morgen, als sie von dannen zogen, war es still und klar. Die wilden Gänse flogen hoch oben in der Luft, gleichmäßig und ohne Hast, in strenger Ordnung, mit Akka an der Spitze und die übrigen in zwei schrägen Reihen hinter ihr drein. Sie ließen sich aber keine Zeit, die Tiere auf dem Felde zu necken. Da sie aber nicht imstande waren, sich ganz ruhig zu verhalten, sangen sie die ganze Zeit im Takt mit den Flügelschlägen ihren gewöhnlichen Lockruf: »Wo bist du? Hier bin ich! Wo bist du? Hier bin ich!« Sie riefen alle gleich eifrig, und sie hielten nur hin und wieder inne, um den weißen Gänserich auf die Wegezeichen aufmerksam zu machen, nach denen sie ihren Kurs nahmen. Auf dieser Reise bestanden die Zeichen aus dem kahlen Hügel des Linderoder Abhanges, dem Schloss Ovesholm, dem Christianstädter Kirchturm, der Königsburg Backerskog, auf der schmalen Landzunge zwischen dem Ommaner See und dem Ivösee und aus dem steilen Abhang des Rüssberges. Es war eine einförmige Reise, und als die Regenwolken sich zusammenzogen, schien es dem Jungen geradezu, als sei dies eine Abwechslung. In alten Zeiten, als er die Regenwolken nur von unten gesehen hatte,
fand er, dass sie grau und langweilig waren. Aber es war etwas ganz anderes, oben zwischen ihnen zu sein. Jetzt konnte er deutlich sehen, dass die Wolken mächtige Frachtwagen waren, die mit wolkenhohen Fudern am Himmel entlang fuhren. Einige von ihnen waren mit großen grauen Säcken beladen, andere mit Tonnen, die so groß waren, dass sie einen ganzen See fassen konnten, und wieder andere mit großen Kübeln und Flaschen, die zu einer gewaltigen Höhe aufgestapelt waren. Und als so viele Wagen dahergefahren waren, dass sie den ganzen Himmelsraum füllten, war es, als gäbe einer ein Zeichen, denn auf einmal fing es an, aus Kübeln, Tonnen, Flaschen und Säcken Wasser auf die Erde hinabzuströmen. In demselben Augenblick, als die ersten Frühlingsschauer auf die Erde niederschlugen, stimmten alle Vögel in Hainen und Buschwerken ein solches Freudengeschrei an, dass die ganze Luft davon widerhallte, so dass der Junge zusammenzuckte. Jetzt bekommen wir Regen, der Regen bringt uns den Frühling, der Frühling bringt uns die Blumen und grüne Blätter, und Blumen bringen uns Larven und Insekten, Larven und Insekten bringen uns Essen, und gutes Essen ist das Beste, was es gibt, sangen die kleinen Vögel. Auch die wilden Gänse freuten sich über den Regen, der kam, um die Pflanzen aus ihrem Schlaf zu wecken und Löcher in die Eisdecke auf den Seen zu schlagen. Sie konnten nicht auf die Dauer so ernsthaft sein wie bisher, sondern ließen lustige Rufe über die Gegend unter ihnen erschallen. Als sie über die großen Kartoffelfelder flogen, von denen es so viele in der Umgegend von Christianstadt gibt und die noch kahl und schwarz dalagen, riefen sie: »Wacht auf und schafft Nutzen! Jetzt kommt jemand, der euch weckt! Jetzt habt ihr lang genug gefaulenzt!« Wenn sie Leute sahen, die sich beeilten, ins Haus zu kommen, tadelten sie sie und sagten: »Weshalb habt ihr es so eilig? Seht ihr denn nicht, dass es Feinbrot und Spießkuchen regnet? Feinbrot und Spießkuchen!« Da war eine große, dichte Wolke, die sich schnell nach Norden zubewegte und dicht hinter den Gänsen hersegelte. Fast glaubten sie, dass sie die Wolke mit sich zögen, und da sie gerade jetzt große Gärten unter sich gewahrten, riefen sie ganz stolz: »Hier kommen wir mit Anemonen, hier kommen wir mit Rosen, hier kommen wir mit Apfelblüten und Kirschenknospen, hier kommen wir mit Erbsen und Bohnen, hier kommen wir mit Rüben und Kohl. Nehme es entgegen, wer da will, nehme es entgegen, wer da will.« Nach dieser Melodie ging es, während die ersten Schauer fielen, als alle noch froh über den Regen waren. Aber als er den ganzen Nachmittag anhielt, wurden die Gänse ungeduldig und riefen den durstigen Wäldern um den Iwösee zu: »Habt ihr noch nicht bald genug? Habt ihr noch nicht bald genug?« Der Himmel wurde mehr und mehr grau überzogen, und die Sonne verkroch sich so gut, dass niemand begreifen konnte, wo sie geblieben war. Der Regen fiel dichter, peitschte hart gegen die Flügel und bahnte sich einen Weg zwischen den tranigen Außenfedern hindurch bis ganz auf den Leib hinein. Die Erde war von einem Regennebel verhüllt. Seen, Berge und Wälder flössen zusammen in einem undeutlichen Wirrwarr, und man konnte die Wegzeichen nicht erkennen. Der Flug wurde langsamer und langsamer, die munteren Rufe verstummten, und der Junge fühlte die Kälte immer bitterer. Aber er hielt trotzdem den Mut aufrecht, solange er durch die Luft dahinritt. Und am Nachmittage, als sich die Gänse unter einer kleinen verkrüppelten Fichte mitten in einem großen Moor niedergelassen hatten, wo alles nass und alles kalt war, wo einige von den Erderhöhungen mit Schnee bedeckt waren und andere kahl aus einer Lache halbgeschmolzenen Eiswassers aufragten, da fühlte er sich auch nicht keineswegs verzagt, sondern lief in fröhlicher Laune umher und suchte nach Moosbeeren und gefrorenen Kronsbeeren. Aber dann kam der Abend, und die Dunkelheit senkte sich so dicht herab, dass nicht einmal Augen wie die des Jungen sie durchdringen konnten, und die Einöde wurde so sonderbar hässlich und unheimlich. Der Junge lag unter den Flügel des Gänserichs eingebettet, aber er konnte nicht schlafen, kalt und nass, wie er war.
und er hörte so ein Pusseln und Rascheln und schleichende Schritte und drohende Stimmen. Ihm wurde so bange, er wusste nicht, was er anfangen sollte. Er musste dahin, wo Feuer und Licht war, wenn er nicht vor Angst umkommen sollte. »Ob ich mich für diese eine Nacht zu den Menschen hinwagen soll?« dachte der Junge. »Wenn ich nur ein wenig beim Feuer sitzen und etwas zu essen bekommen könnte. Ich könnte ja vor Sonnenaufgang zu den wilden Gänsen zurückkehren.« Er kroch unter dem Flügel hervor und ließ sich auf die Erde niedergleiten. Er weckte weder den Gänserich noch eine der anderen Gänse, sondern schlich still und unbemerkt über das Moor. Er ahnte nicht, wo in aller Welt er war, ob in Schonen, in Smallland oder in Bleking. Aber kurz bevor sie in das Moor hinuntergeflogen waren, hatte er einen Schimmer von einem Dorf gesehen, und dahin wandte er nun seine Schritte. Es währte auch nicht lange, bis er einen Weg entdeckte, und bald befand er sich auf der Dorfstraße, die lang und mit Bäumen bepflanzt war und zu deren beiden Seiten Häuser lagen. Der Junge war an eins der großen Kirchdörfer gekommen, deren es oben im Lande so viele gibt, während man unten in der Ebene keine davon antrifft. Die Häuser waren aus Holz und sehr zierlich gebaut. Die meisten hatten Giebel und Frontespitze mit einem Rande aus geschnitzten Holzleisten und Glasveranden mit einer bunten Fensterscheibe hier und da. Sie waren mit heller Ölfarbe gestrichen. Türen und Fensterpfosten schimmerten grün und blau, ja sogar rot. Während der Junge so dahinging und die Häuser betrachtete, konnte er draußen auf dem Wege hören, wie die Leute, die in den warmen Stuben saßen, schwatzten und lachten. Die Worte konnte er nicht unterscheiden, aber er fand, es war schön, Menschenstimmen zu hören. »Ich möchte wohl wissen, was sie sagen würden, wenn ich anklopfte und um Einlass bäte«, dachte er. Das hätte er ja tun wollen, aber jetzt, wo er die erhellten Fenster sah, war die Angst vor der Dunkelheit überwunden. Dahingegen empfand er von Neuem die Scheu, die ihn immer in der Nähe der Menschen befiel. »Ich will mich ein wenig mehr im Dorf umsehen«, dachte er, »ehe ich jemand um Einlass bitte.« An einem der Häuser war ein Balkon, und gerade als der Junge vorüberging, wurden die Balkontüren geöffnet und gelber Lichtschimmer drang durch feine, leichte Gardinen. Und dann trat eine hübsche junge Frau auf den Balkon hinaus und lehnte sich über das Geländer. »Es regnet, jetzt bekommen wir Frühling«, sagte sie. Als der Junge sie sah, wurde ihm so sonderbar beklommen ums Herz. Er war nahe daran zu weinen. Zum ersten Mal überkam ihn ein unheimliches Gefühl, weil er sich von den Menschen ausgeschlossen hatte. Bald darauf kam er an einem Kaufmannsgeschäft vorüber. Draußen vor dem Laden stand eine rote Sämaschine. Er blieb stehen und betrachtete sie und kroch schließlich auf den Kutschersitz, auf den er sich niedersetzte. Als er da hinaufgekommen war, schnalzte er mit der Zunge und tat so, als säße er dort und führe. Er dachte daran, wie amüsant es sein würde, auf so einer feinen Maschine über ein Feld zu fahren. Einen Augenblick hatte er vergessen, wie er nun war, aber dann fiel es ihm wieder ein und er sprang schnell von der Maschine herunter. Er wurde immer unruhiger. Da war doch gar mancherlei, worauf derjenige verzichten musste, der immer unter den Tieren leben wollte. Die Menschen waren sowohl eigentümlich als auch tüchtig. Er kam an der Post vorüber, und da dachte er an alle die Zeitungen, die jeden Tag mit Neuigkeiten aus allen Ecken der Welt anlangten. Er sah die Apotheke und die Doktorwohnung, und er dachte daran, wie groß die Macht der Menschen war, dass sie Krankheit und Tod bekämpfen konnten. Er kam an die Kirche und dachte daran, dass sie von Menschen erbaut sei, damit sie dort Reden hören konnten über eine Welt außer der, in der sie lebten, und über Gott und Auferstehung und das ewige Leben. Und je länger er dort ging, umso lieber wurden ihm die Menschen. Kinder sind nun einmal so, dass sie nicht weiter denken als von der Nase bis zum Mund. Was gerade vor ihren Augen liegt, wollen sie sogleich haben, ohne sich daran zu kehren, was es ihnen kosten kann. Niels Holgersen hatte keinen Verstand davon gehabt, was er verlor, als er es vorzog, Kobold zu bleiben,
Jetzt überkam ihn jedoch eine furchtbare Angst, dass er vielleicht nie wieder seine wahre Gestalt erlangen würde. Wie in aller Welt sollte er es anfangen, wieder Mensch zu werden? Das hätte er wirklich gern gewusst. Er kletterte auf eine Treppe hinauf und setzte sich hin, um mitten in dem strömenden Regen nachzudenken. Dort saß er eine Stunde, zwei Stunden, und er sann und dachte, so dass er Runzeln auf der Stirn davon bekam. Aber er wurde deswegen nicht klüger. Es war, als wenn die Gedanken ihm nur rund im Kopf herumliefen. Je länger er dasaß, umso unmöglicher erschien es ihm, eine Lösung zu finden. Dies hier ist gewiss schwer für jemand, der so wenig gelernt hat wie ich, dachte er schließlich. Ich muss am Ende doch wohl zu den Menschen zurückkehren. Ich werde wohl den Pfarrer und den Doktor und den Schullehrer und andere gelehrte Leute fragen müssen, die wissen, was gegen so etwas hilft. So beschloss er denn, dies sogleich zu tun. Und er hob sich und schüttelte sich, denn er war so nass wie eine ertrunkene Maus. Im selben Augenblick sah er eine große Eule daherfliegen und sich auf einen der Bäume setzen, die an der Straße entlang standen. Gleich darauf begann eine Horneule, die unter dem Dachfirst saß, sich zu rühren und zu rufen, »Quivit, quivit, bist du wieder da, Sumpfeule? Wie ist es dir denn im Ausland ergangen?« »Hab Dank, Horneule, mir ist es gut ergangen«, sagte die Sumpfeule. »Hat sich hier in der Heimat etwas Besonderes zugetragen, seit ich fort war?« »Nicht hier in Bleking, Sumpfeule, aber in Schonen geschah es, dass ein Junge von einem Kobold verhext wurde und so klein gemacht worden ist wie ein Eichhörnchen, und dann ist er mit einer zahmen Gans nach Lappland gereist.« »Das ist doch eine merkwürdige Nachricht, eine merkwürdige Nachricht. Kann er denn nie wieder ein Mensch werden, Horneule? Kann er nie wieder ein Mensch werden?« »Das ist ein Geheimnis, Sumpfeule, aber ich will es dir trotzdem anvertrauen. Der Kobold hat gesagt, wenn der Junge gut Acht gibt auf den zahmen Gänserich, so dass der wohlbehalten wieder heimlangt, so...« »Was weiter, Horneule? Was weiter? Was weiter?« »Fliege mit nach dem Kirchturm hinauf, Sumpfeule. Dann will ich es dir alles erzählen. Ich fürchte, es könnte mitten auf der Straße jemand sein, der lauscht.« Damit flogen die Eulen von dannen. Der Junge aber warf seine Mütze hoch in die Luft hinauf. »Wenn ich nur gut Acht auf den Gänserich gebe, so komme ich wohlbehalten wieder nach Hause. Dann werde ich wieder ein Mensch. Hurra, hurra! Dann werde ich wieder ein Mensch.« Er rief ganz laut Hurra, und es war merkwürdig, dass sie ihn nicht drinnen in den Häusern hörten. Aber das taten sie nicht, und er eilte, so schnell seine Füße ihn nur tragen wollten, wieder zu den wilden Gänsen in das nasse Moor hinaus. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 15, die Treppe mit den drei Stufen. Donnerstag, den 31. März. Am nächsten Tage wollten die wilden Gänse nordwärts durch die Albiger Harde ins Smallland ziehen. Sie sandten Ixi und Kaxi als Späher voraus, aber als diese zurückkamen, sagten sie, alles Wasser sei gefroren und die ganze Erde mit Schnee bedeckt. »Bleiben wir doch lieber, wo wir sind«, sagten die wilden Gänse. »Wir können nicht über ein Land hinfliegen, wo weder Wasser noch Gras ist.« »Wenn wir bleiben, wo wir sind, müssen wir noch einen ganzen Mondwechsel warten«, sagte Akka. »Es ist besser, ostwärts durch Blekinge zu fliegen und zu versuchen, ob wir dann über Smallland durch die Mörerharde kommen können, die an der Küste liegt und wo in der Lenz früh gelangt.« So flog denn der Junge am nächsten Tag über Blekinge hin. Es war ziemlich schlechtes Wetter, aber es war hell. Er war wieder in seiner richtigen Laune und konnte nicht begreifen, was am gestrigen Abend in ihm vorgegangen war. Jetzt wollte er wahrlich die Reise und das Leben in der Wildnis nicht aufgeben. Über Blekinge lag ein dichter Regennebel. Der Junge konnte nicht sehen, wie es hier aussah. »Ich möchte wohl wissen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Land ist, über das ich hinwegreite«, dachte er, und versuchte aus seinem Gedächtnis herauszugraben, was er in der Schule über Blekinge gelernt hatte. Aber er wusste eigentlich sehr wohl, dass das nichts nützen konnte, denn er hatte ja in der Regel seine Schulaufgaben nicht gelernt. Im selben Augenblick sah der Junge die ganze Schule vor sich. Die Kinder saßen an den kleinen Pulten und hoben die Hände in die Höhe. Der Lehrer saß auf dem Katheder und sah missvergnügt aus, und er selber stand oben vor der Karte und sollte eine Frage über Blekinge beantworten, aber er konnte kein Wort. Das Gesicht des Lehrers wurde mit jeder Sekunde, die verging, finsterer, und der Junge dachte daran, dass der Lehrer strenger darauf gehalten hatte, dass sie ihre Geografie wussten als irgendetwas anderes. Jetzt stieg er auch vom Katheder herunter, nahm dem Jungen den Zeigestecken weg,
und schickte ihn auf seinen Platz zurück. Dies nimmt noch ein Ende mit Schrecken, dachte der Junge. Aber der Lehrer trat an eins der Fenster, blieb dort eine Weile stehen und sah hinaus, und dann fing er an zu pfeifen. Jetzt stieg er wieder auf den Katheder hinauf und sagte, er wolle ihnen etwas über Blacking erzählen, und was er erzählte, war so amüsant, dass der Junge zuhörte. Sobald er nachdachte, konnte er sich an jedes Wort entsinnen. »Smallland ist ein hohes Haus mit Tannenbäumen auf dem Dach«, sagte der Lehrer, »und davor liegt eine breite Treppe mit 3 Stufen, und die Treppe heißt Blacking. Es ist eine Treppe, die sich sehen lassen kann. Sie erstreckt sich 8 Meilen an der Vorderseite des Smallander Hauses entlang, und wer die Treppe ganz hinabgehen will, bis an die Ostsee, der hat 4 Meilen zu gehen. Es ist doch ein tüchtiges Stück Zeit her, seit die Treppe erbaut wurde. Es sind Tage und Jahre vergangen, seit die ersten Stufen aus dem Granit gehauen und eben und glatt gelegt wurden, als bequemer Verkehrsweg zwischen Smallland und der Ostsee. Da die Treppe so alt ist, kann man wohl begreifen, dass sie jetzt nicht mehr so aussieht wie damals, als sie noch neu war. Ich weiß nicht, wie viel sie sich in jenen Zeiten aus der Reinlichkeit machten, aber sie war zu groß, als dass irgendein Besen auf der Welt sie hätte reinhalten können. Nach Verlauf von ein paar Jahren fing eine Menge Moos und Flechten darauf an zu wachsen. Welkes Gras und welke Blätter wehten im Herbst darauf herunter, und im Frühling stürzten Steine und Kies darauf nieder. Und da das alles liegen blieb, sammelte sich schließlich so viel schwarze Erde auf der Treppe an, dass nicht nur Kräuter und Gras, sondern auch Büsche und große Bäume Wurzeln schlagen konnten. Es macht sich trotzdem ein großer Unterschied zwischen den 3 Treppenstufen geltend. Die oberste, die Smallland am nächsten liegt, ist zum größten Teil mit magerer Erde und kleinen Steinen bedeckt. Und da können natürlich keine anderen Bäume wachsen als Weißbirke und Faulbaum und Tanne, die die Kälte da oben auf der Höhe zu ertragen vermögen und mit wenigem zufrieden sind. Man versteht am allerbesten, wie jammervoll und armselig sie ist, wenn man sieht, wie klein die Pflanzen sind, die aus dem Walde genommen und dort eingepflanzt wurden, und wie klein die Häuser sind, die sich die Leute dort bauen, und wie weit der Weg zwischen den einzelnen Kirchen ist. Auf der mittleren Stufe ist gleich bessere Erde, und die Kälte bindet sie hier auch nicht so strenge. Das kann man leicht daran sehen, dass die Bäume höher und von besserer Art sind. Da wächst Ahorn und Eiche und Linde, Hängebirke und Haselstaude, aber keine Nadelbäume. Und noch besser kann man es daran sehen, dass eine Menge Erde übergemacht ist und die Leute sich hübsche große Häuser gebaut haben. Das sind viele Kirchen auf der mittleren Stufe, und sie sind von größeren Dörfern umgeben. Und diese Stufe nimmt sich nach jeder Richtung hin besser aus als die obere. Die allerunterste Stufe ist aber doch die beste. Sie ist mit wirklich guter und reichlicher schwarzer Erde bedeckt. Und wie sie da so liegt und im Meere schwimmt, spürt sie nicht das geringste von der Smallland-Kälte. Hier unten können Buchen, Kastanien und Walnussbäume gedeihen. Und sie werden so groß, dass sie über Kirchendächer hinüberreichen. Hier findet man auch die größten Felder, aber die Leute haben nicht allein Landwirtschaft und Waldwirtschaft als Erwerb. Sie treiben auch Fischerei und Handel und Seefahrt. Deswegen trifft man hier auch die schönsten Kirchen, und die Dörfer sind zu Flecken und Städten herangewachsen. Hiermit ist aber noch nicht alles über die 3 Stufen gesagt, denn man muss bedenken, dass, wenn es oben auf das Dach des großen Smallland-Hauses regnet oder wenn der Schnee dort oben schmilzt, das Wasser notwendigerweise irgendwie laufen muss, und dann stürzt naturgemäß eine große Menge davon die breite Treppe hinab. Zu Anfang floss es wohl die ganze Treppe in voller Breite herunter, dann aber entstanden Risse darin, und jetzt hat sich das Wasser nach und nach daran gewöhnt, in einigen gut vertieften Rinnen abzulaufen. Und Wasser ist Wasser, was man auch damit macht. Es ist nie in Ruhe. Irgendwo gräbt und höhlt es und führt mit sich fort, und an einer anderen Stelle fügt es hinzu. Die Rinnen hat es zu Tälern ausgegraben. Die Talwände hat es mit Erde bedeckt, und daran haben sich Büsche und Ranken und Bäume festgeklammert. So dicht und so reich, dass sie fast den Strom verbergen, der unten in der Tiefe fließt. Aber wenn die Ströme zu den Absätzen zwischen den Stufen gelangen, müssen sie sich kopfüber auf sie hinabstürzen. Und dadurch gerät das Wasser in eine brausende Geschwindigkeit, dass es Kraft erlangt, Müllräder und Maschinen zu treiben, und deren sind auch viele dort bei jedem Wasserfall emporgewachsen. Hiermit ist jedoch nicht alles über das Land mit den 3 Stufen gesagt. Das aber soll noch gesagt werden, dass da oben in Smallland in dem großen Haus einstmals ein Riese wohnte, der alt geworden war, und es ergrimmte ihn, dass er in seinem hohen Alter gezwungen sein sollte, die lange Treppe hinabzugehen, um in der See Lachs zu fischen. Er fand es sehr bequemer, wenn die Lachse zu ihm hinaufkämen, da wo er wohnte. Deswegen stieg er auf das Dach seines großen Hauses, und da stand er und warf Steine in die Ostsee hinein. Er warf sie mit großer Kraft, dass sie über ganz Blacking flogen und ins Meer hinabfielen. Und als die Steine fielen, erschrak der Lachs so sehr, dass er aus dem Meer herausstieg, den Strom in Blacking aufwärts flüchtete, durch die Gießbäche dahinstürzte, sich mit großen Sprüngen die Wasserfälle hinaufwarf und erst Halt machte,
als er weit drinnen in Smallland bei dem alten Riesen angelangt war. Dass dies wahr ist, kann man an den vielen kleinen Inseln und Klippen sehen, die an der Küste von Blacking liegen und die nichts anderes sind als die vielen großen Steine, die der Riese hinabgeworfen hat. Man kann es auch daran sehen, dass der Lachs noch heute in die Blackinger Ströme hinaufgeht und sich durch Gießbäche und stilles Wasser ganz bis nach Smallland hinaufarbeitet. Aber die Bewohner von Blackinger sind dem Riesen zu größtem Dank verpflichtet, denn der Lachshung in den Strömen und die Steinhauerei an den Scheren ist eine Arbeit, die noch heutigen Tages viele von ihnen ernährt. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 16. Am Rönneberger Bach. Freitag, den 1. April. Weder die wilden Gänse noch Reineke Fuchs hatten sich gedacht, dass sie einander jemals wieder begegnen sollten, wenn sie erst schonen verlassen hatten. Aber nun traf es sich ja so, dass die wilden Gänse den Weg über Blekinge nehmen mussten, und dahin hatte sich Reineke Fuchs ebenfalls begeben. Anfangs hatte er sich in dem nördlichen Teile aufgehalten, und er hatte bisher weder die Schlossparke noch die Tiergärten voller Rehe und leckerer Rehkitzchen gesehen. Er war so missvergnügt wie nur möglich. Eines Nachmittags, als Reineke in einer einsamen Waldgegend nicht weit vom Rönneberger Bach umherstreifte, sah er eine Schar wilder Gänse durch die Luft ziehen. Er bemerkte sofort, dass die eine von den Gänsen weiß war, und da wusste er ja, mit wem er es zu tun hatte. Reineke machte sich sogleich daran, hinter den Gänsen drein zu jagen, ebenso sehr aus Verlangen nach einem guten Bissen, wie um sich an ihn für all den Schaden zu rächen, den sie ihm zugefügt hatten. Er sah, dass sie gen Osten zogen, bis sie an den Rönneberger Bach gelangten. Dann wechselten sie die Richtung und folgten dem Bach nach Süden zu. Er begriff, dass sie einen Schlafplatz am Ufer des Baches suchen wollten, und er dachte, dass er wohl ein paar Stück von ihnen ohne große Schwierigkeit ergattern könne. Aber als Reineke endlich den Platz erblickte, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, sah er wohl, dass sie eine Stelle gewählt hatten, die so gut geschützt war, dass er nicht zu ihnen gelangen konnte. Der Rönneberger Bach ist ja kein sehr großes oder starkes Gewässer, aber er ist doch sehr bekannt wegen seiner schönen Ufer. An mehreren Stellen bahnt er sich seinen Weg durch steile Felswände, die lotrecht aus dem Wasser aufsteigen und ganz mit Geißblatt und Faulbaum, mit Weißdorn und Erlengestrüpp, mit Ebereschen und Weiden bewachsen sind. Und es gibt kaum etwas Erfreulicheres an einem schönen Sommertag, als den kleinen dunklen Bach hinabzurudern und all das weiche Grün zu sehen, das sich in den rauen Felswänden festklammert. Aber jetzt, als die wilden Gänse und Reineke an den Bach kamen, war es noch zu früh im Lenz, es war nass kalt und windig, alle Bäume standen kahl und niemand achtete darauf, ob das Bachufer hässlich oder schön war. Die wilden Gänse priesen sich glücklich, dass sie unter so einer steilen Felswand einen schmalen Streifen Sand entdeckt hatten, gerade so groß, dass sie Platz darauf fanden. Vor ihnen der brausende Bach, der jetzt in der Schneeschmelze breit und reißend war. Hinter ihnen die unerklimmbare Felswand und sie selber von herabhängendem Gras verborgen. Sie konnten es nicht besser haben. Die Gänse schliefen sofort ein, aber der Junge schloss kein Auge. Sobald die Sonne verschwunden war, ergriff ihn die Angst vor der Dunkelheit und Einsamkeit, und er sehnte sich zu den Menschen zurück. Wie er da so unter dem Gänseflügel lag, konnte er nichts sehen und nur schlecht hören. Stieß dem Gänserich etwas zu, so war er nicht imstande, ihn zu retten. Rascheln und Pusseln hörte er von allen Seiten, und es kam ihm eine solche Unruhe, dass er unter dem Flügel hervorkriechen und sich neben die Gänse an den Erdboden setzen musste. Oben am Rande des Felsens stand Reineke, machte ein langes Gesicht und sah auf die wilden Gänse hinab. »Du kannst es nur gleich aufgeben, sie zu verfolgen«, sagte er zu sich selbst. »Eine lotrechte Felswand kannst du doch nicht hinabklettern, in einem so reißenden Strom kannst du nicht schwimmen, und unterhalb des Berges ist nicht der geringste Streifen Erde, der zu dem Schlafplatz führt. Die Gänse sind zu klug für dich. Denk nur gar nicht mehr daran, sie zu jagen.« Aber es wurde Reineke, wie allen anderen Füchsen, schwer, ein Vorhaben aufzugeben, das er begonnen hatte, und er legte sich deswegen an den äußersten Rand der Klippe
und verwandte kein Auge von den wilden Gänsen. Während er dalag und sie ansah, dachte er an all das Böse, das sie ihm zugefügt hatten. Um ihretwillen war er ja aus Schonen verwiesen, war er gezwungen worden, nach dem armseligen Bleking zu ziehen. Er erregte sich selbst derartig, dass er den wilden Gänsen den Tod wünschte, selbst wenn er nicht den Vorteil haben sollte, sie aufzufressen. Als Reinekes Zorn eine solche Höhe erreicht hatte, hörte er neben sich in einer großen Fichte etwas rascheln und sah ein Eichhörnchen von dem Baum herabspringen, scharf verfolgt von einem Marder. Keins von beiden hatte Reineke bemerkt, und er saß still da und schaute der Jagd zu, die von Baum zu Baum ging. Er sah zu dem Eichhörnchen hinüber, das so leicht zwischen den Zweigen umhersprang, als könne es fliegen. Er sah den Marder an, der lange nicht so gut kletterte wie das Eichhörnchen, aber doch sicher an den Baumstämmen auf und nieder lief, als seien es ebene Steige im Walde. Kletterte ich nur halb so gut wie eins von den beiden, dachte der Fuchs, so sollten die da unten nicht lange ruhig schlafen. Sobald das Eichhörnchen gefangen und die Jagd beendet war, ging Reineke zu dem Marder, blieb aber in Entfernung von 2 Schritten stehen, zum Zeichen, dass er ihm die Jagdbeute nicht entreißen wollte. Er begrüßte den Marder sehr freundlich und wünschte ihm Glück zu dem Fang. Reineke hatte das Wort sehr in der Gewalt, so wie alle Füchse. Aber der Marder, der mit seinem langen und schmalen Körper, seinem feinen Kopf, seinem weißen Fell und seinem hellbraunen Fleck am Halse aussieht wie ein kleines Wunder von Schönheit, ist in Wirklichkeit nur ein roher Waldbewohner, und er antwortete ihm kaum. »Es wundert mich doch«, sagte Reineke, »dass ein so gewaltiger Jäger wie du sich damit begnügt, Eichhörnchen zu jagen, wenn da so viel besseres Wild in deinem Bereich ist.« Hier machte er eine Pause und wartete auf eine Antwort, aber als ihm der Marder ganz frech die Zähne zeigte, fuhr er fort. »Ist es möglich, dass du die wilden Gänse nicht gesehen hast, die hier unter der Felswand stehen? Oder kletterst du nicht gut genug, um zu ihnen hinabzugelangen?« Diesmal brauchte er nicht auf die Antwort zu warten. Der Marder fuhr auf ihn ein, sein Rücken war krumm und alle seine Haare sträubten sich. »Hast du wilde Gänse gesehen?« fauchte er. »Wo sind sie? Sag es mir sofort, sonst beiß ich dir die Kehle durch.« »Vergiss nur ja nicht, dass ich doppelt so groß bin wie du. Sei nur lieber ein wenig höflich. Ich verlange ja nichts Besseres, als dir die wilden Gänse zu zeigen.« Einen Augenblick später war der Marder auf dem Wege nach dem Abhang hinab, und während Reineke dasaß und zusah, wie er seinen langen, schlangenähnlichen Körper von Zweig zu Zweig wand, dachte er, »Der schöne Baumjäger dort hat das grausamste Herz im ganzen Walde. Ich denke, die wilden Gänse werden mir für ein blutiges Erwachen danken können.« Aber gerade als Reineke gespannt auf das Todesgeschrei der Gänse horchte, sah er den Marder von einem Zweig fallen und in den Bach hinabplumpsen, so dass das Wasser hoch aufspritzte. Gleich darauf erscholl ein klatschendes Geräusch von harten Flügeln, und alle Gänse stiegen in eilsamer Flucht in die Höhe. Reineke wollte sofort hinter den Gänsen dreineilen, aber er war so neugierig zu erfahren, wodurch sie errettet waren, dass er sitzen blieb, bis der Marder wieder heraufgeklettert kam. Der Ärmste war klatschnass und blieb von Zeit zu Zeit stehen, um sich das Gesicht mit den Vorderpfoten zu reiben. »Hab ich es mir doch gedacht«, sagte Reineke verächtlich, »so ein Tollpatsch und in den Bach zu fallen.« »Ich bin kein Tollpatsch gewesen. Du sollst mich nicht ausschelten«, sagte der Marder. »Ich saß schon auf einem der untersten Zweige und dachte darüber nach, wie ich es anfangen sollte, eine ganze Menge Gänse zu zerreißen, als ein kleiner Knirps, der nicht größer war als ein Eichhörnchen, herbeigestürzt kam und mir mit einer solchen Gewalt einen Stein gegen den Kopf schleuderte, dass ich ins Wasser fiel, und ehe es mir gelungen war, wieder herauszuklettern.« Das Weitere konnte sich der Marder ersparen. Er hatte keinen Zuhörer mehr. Reineke war schon lange über alle Berge, hinter den Gänsen drein. Akka war indessen südwärts geflogen, auf der Umschau nach einem neuen Schlafplatz. Das Tageslicht war noch nicht ganz entschwunden, und außerdem stand der Halbmond hoch am Himmel, so dass sie einigermaßen sehen konnte. Glücklicherweise kannte sie die Gegend gut, denn es war mehr als einmal geschehen, dass sie vom Sturm nach Bleking hineingetrieben war, wenn sie im Frühling über die Ostsee zog. Sie folgte dem Bach, solange sie ihn sich durch die mondhelle Landschaft gleich einer glänzend schwarzen Schlange winden sah.
So gelangte sie bis ganz nach Djupaforsch, wo sich der Bach zuerst in einer unterirdischen Rinne versteckte und sich dann, klar und durchsichtig wie Glas, in eine enge Schlucht hinabstürzt, auf deren Grund er zu blitzenden Tropfen weitspritzenden Schaumes zerstiebt. Unter dem weißen Wasserfall lagen einige Steine, zwischen denen das Wasser mit wildem Brausen dahinstürzte, und hier ließ Akka sich nieder. Dies war wieder ein guter Schlafplatz, namentlich so spät am Abend, wenn keine Menschen unterwegs waren. Bei Sonnenuntergang hätten sich die Gänse kaum dort niederlassen können, denn Djupaforsch liegt nicht in einer einsamen Gegend. An der einen Seite des Wasserfalls liegt eine Papiermassefabrik und an der anderen, die steil und mit Bäumen bestanden ist, liegt der Djupataler Park, wo es stets von Leuten wimmelt, die auf den glatten und steilen Steigen umherstreifen, um sich an dem Anblick des unten zwischen Felsklippen dahinbrausenden wilden Flusses zu erfreuen. Es war hier wie an dem ersten Lagerplatz. Nicht eine von den Gänsen dachte daran, dass sie sich an einem schönen und bekannten Aussichtsort befanden. Sie fanden wohl vielmehr, dass es unheimlich und gefährlich war, auf glatten, nassen Steinen mitten in einem lärmenden Gießbach zu stehen und zu schlafen. Aber sie mussten ja zufrieden sein, wenn sie nur gegen Raubtiere beschützt waren. Die Gänse schliefen bald ein. Der Junge hingegen hatte keine Ruhe zum Schlafen. Er saß neben ihnen, um Acht auf den Gänserich zu geben. Nach einer Weile kam Reineke am Ufer entlang gelaufen. Er erblickte die Gänse sogleich draußen in den Schaumwirbeln und sah ein, dass er ihnen auch jetzt nichts anhaben konnte. Aufgeben wollte er sie aber doch nicht. Er setzte sich am Ufer nieder und sah sie an. Er fühlte sich sehr gedemütigt und fand, dass sein ganzes Ansehen als Jäger auf dem Spiel stehe. Plötzlich sah er einen Otter aus dem Gießbach herauskriechen. Der trug einen Fisch im Maul. Reineke ging auf ihn zu, blieb aber in einer Entfernung von 2 Schritten stehen, um zu zeigen, dass es nicht seine Absicht sei, ihm die Jagdbeute wegzunehmen. »Du bist ein wunderlicher Kauz, dass du dich damit begnügst, Fische zu fangen, wenn es da draußen auf den Steinen von wilden Gänsen wimmelt«, sagte Reineke. Er war so eifrig, dass er sich keine Zeit ließ, in so wohlgesetzten Worten zu reden wie sonst. Der Otter drehte nicht einmal den Kopf nach Reineke um. Er war ein Landstreicher, wie alle Ottern, hatte oft im Bombsee gefischt und kannte Reineke Fuchs sehr wohl. »Ich weiß recht gut, wie du es machst, um eine Lachsforelle zu ergattern, Reineke«, sagte er. »Ach, du bist es, Griepe«, sagte Reineke und freute sich, denn er wusste, dass dieser Otter ein mutiger und tüchtiger Schwimmer war. »Es ist ja nicht so zu verwundern, dass du dich nicht nach den wilden Gänsen umsehen willst, da du ja doch nicht zu ihnen hinauskommen kannst.« Aber der Otter, der eine Schwimmhaut zwischen den Zehen hatte und einen steifen Schwanz, der so gut wie ein Ruder war, und außerdem auch einen wasserdichten Pelz, wollte es nicht auf sich sitzen lassen, dass es einen Gießbach gebe, mit dem er nicht anzubinden wagte. Er wandte sich nach dem Strom um, und sobald er die wilden Gänse erblickt, warf er den Fisch hin und stürzte sich das steile Felsenufer hinab in den Strom hinein. Wäre der Frühling ein wenig weiter vorgeschritten, so dass die Nachtigallen im Djupadala Park zu Hause gewesen wären, so würden sie noch viele Nächte hinterher von Griepes Kampf mit dem Wasserfall gesungen haben, denn der Otter wurde wieder und wieder von den Wellen mit fortgerissen, arbeitete sich aber jedes Mal wieder in die Höhe. Er schwamm durch seichtes Wasser, er kletterte über Steine und nach kam er den wilden Gänsen näher. Es war ein Wagestück, das wohl verdient hätte, von den Nachtigallen besungen zu werden. Reineke folgte ihm mit den Augen so gut er konnte. Schließlich sah er, dass der Otter im Begriff war, zu den wilden Gänsen hinaufzuklettern. Aber im selben Augenblick ertönte ein wilder, gellender Schrei. Der Otter stürzte rücklings ins Wasser und wurde von den Wellen mit fortgerissen, als sei er ein blindes, junges Kätzchen. Gleich darauf ertönte abermals der harte Flügelschlag der wilden Gänse. Sie schwangen sich empor und flogen davon, um sich einen neuen Schlafplatz zu schaffen. Der Otter kam gleich an Land. Er sagte nichts, machte sich aber daran, seine eine Vorderpfote zu lecken. Als Reineke ihn verhöhnte, weil er Unglück gehabt hatte, rief er aus,
Das kam nicht daher, weil ich nicht schwimmen kann, Reineke. Ich war ganz bis zu den Gänsen gelangt und wollte gerade zu ihnen hinaufklettern, als ein kleiner Knirps gelaufen kam und mich mit einem scharfen Eisen in den Fuß stach. Das tat so weh, dass ich ins Gleiten geriet, und da entführte der Gießbach mich.« Er konnte es sich sparen, mehr zu sagen. Reineke war schon weit weg hinter den Gänsen drein. Noch einmal mussten Akka und ihre Schar in die dunkle Nacht hinausfliehen. Glücklicherweise war der Mond noch nicht untergegangen, und mit Hilfe seines Scheins gelang es ihr, noch einen der Schlafplätze zu finden, die ihr dort in der Gegend bekannt waren. Sie folgte abermals dem glitzernden Bach gen Süden. Ohne sich niederzulassen, schwebte sie über Schloss Djupal und über den dunklen Dächern von Rönneberg dahin. Aber ein Stück südlich von der Stadt, nicht weit von der See, liegt Bad Rönneberg mit Badehaus und Kurhaus, mit großen Hotels und Sommerwohnungen für die Kurgäste. Dies alles steht den ganzen Winter leer und öde, worüber alle Vögel genau Bescheid wissen, und gar manch eine Vogelschar sucht in strengen Sturmzeiten Schutz auf den Balkons und Veranden der leeren Häuser. Hier ließen sich die wilden Gänse auf einen Balkon nieder und schliefen wie gewöhnlich sofort ein. Der Junge aber wollte nicht schlafen, denn er wollte nicht unter den Flügel des Gänserichs kriechen. Der Balkon lag nach Süden, so dass der Junge Aussicht über die See hatte. Und da er nicht schlafen konnte, saß er da und beobachtete, wie schön es sich ausnahm, wenn Meer und Land sich hier in Bleking begegneten. Nun können sich ja Meer und Land auf viele verschiedene Art begegnen. An vielen Stellen geht das Land mit flachen Wiesen voll kleinen Erderhöhungen an das Meer hinab, und das Meer nimmt das Land mit Flugsand in Empfang, den es zu Schanzen und Dünen auftürmt. Es ist, als könnten die beiden einander so wenig leiden, dass sie sich nur von ihrer allerschlechtesten Seite zeigen wollten. Aber es kann auch geschehen, dass das Land, wenn es nach dem Meer hinabgeht, eine Felswand vor sich aufrichtet, als sei das Meer etwas Gefährliches, und wenn das Land das tut, geht ihm das Meer mit erzürnten Brandungen entgegen, schäumt und bullert und schlägt gegen die Felsen und sieht so aus, als wolle es den Erdboden in Stücke zerreißen. Aber in Blekinge geht es ganz anders zu, wenn Meer und Land sich begegnen. Da zersplittert sich das Land in Landspitzen und Inseln und Weiden, und das Meer teilt sich in Buchten und Förden und Sunde, und daher kommt es wohl, dass es so aussieht, als begegneten sie sich in Freude und Eintracht. Denke nun zuvörderst an das Meer. Weiter draußen liegt es öde und leer und schwarz und tut nichts weiter, als seine grauen Wogen rollen. Wenn es sich dem Lande nähert, begegnet es der ersten Schere. Über die macht es sich gleich zum Herrn, reißt all das Grün ab, macht sie ebenso kahl und grau, wie es selber ist. Dann begegnet es noch einer Schere, mit der geht es ebenso, und noch einer. Ja, auch mit der nächsten geht es nicht anders. Sie wird entkleidet und geplündert, als sei sie unter Räuber gefallen. Aber dann kommen immer mehr Scheren, und nun versteht das Meer wohl, dass das Land ihm seine kleinsten Kinder entgegensendet, um es zu milde zu bewegen. Es wird auch freundlicher und freundlicher, je weiter es hineingelangt, rollt seine Wellen weniger hoch, dämpft seine Stürme, lässt das Grün in Rissen und Spalten stehen, teilt sich in kleine Sunde und Buchten und wird schließlich ganz in der Nähe des Landes so wenig furchteinflößend, dass sich kleine Boote darauf hinauswagen. Es kann sich gewiss kaum selbst wiedererkennen, so licht und freundlich ist es geworden. Und dann denke an das Land. Es liegt so einförmig da und ein Fleck gleich dem anderen. Es besteht aus flachen Feldern, hier und da mit einem Birkenhain dazwischen, oder auch aus langen, waldbedeckten Höhenzügen. Es sieht aus, als dächte es an nichts weiter als an Hafer und Rüben und Kartoffeln und Tannen und Fichten. Dann kommt ein Fjord, der sich tief hineinschneidet. Es macht kein Aufhebens davon, sondern säumt ihn mit Birken und Erlen, ganz als sei er ein gewöhnlicher Süßwassersee. Dann kommt noch ein Fjord dahergefahren. Auch von dem macht das Land kein Aufhebens, aber er erhält dieselbe Bekleidung wie der erste.
Nun aber beginnen die Fjorde sich zu erweitern und zu teilen. Sie zersplittern die Felder und Wälder, und dann kann das Land nicht umhin, sie zu beachten. Ich glaube wahrhaftig, da kommt das Meer selber, sagt das Land, und dann fängt es an, sich zu schmücken. Es bekränzt sich mit Blumen, schlängelt sich in Hügeln und Tälern und wirft Inseln ins Meer hinaus. Es will nichts mehr wissen von Fichten und Tannen. Es wirft sie weg wie ein vertragenes Alltagsgewand und prangt stattdessen mit großen Eichen und Linden und Kastanien und mit blühenden Hainen und wird so zierlich wie ein Schlosspark. Und als es sich mit dem Meer begegnet, ist es so verändert, dass es sich selbst nicht mehr wiederzuerkennen vermag. Das alles kann man ja nicht wirklich sehen, ehe es Sommer wird, aber der Junge konnte doch merken, wie mild und freundlich die Natur war, und ihm war ruhiger zumute wie sonst während der Nacht. Da vernahm er plötzlich ein lautes, unheimliches Heulen unten vom Kurpark her, und als er sich erhob, sah er in dem weißen Mondlicht auf dem Platze vor dem Balkon einen Fuchs stehen. Denn Reineke verfolgte die Gänse noch einmal. Als er aber den Platz sah, auf dem sie sich aufgestellt hatten, begriff er, dass es diesmal unmöglich war, ihnen etwas anzuhaben, und da konnte er sich nicht bezwingen, er musste vor Wut heulen. Als der Fuchs so heulte, erwachte die alte Akka, die Führergans, und obwohl sie fast nichts sehen konnte, war es ihr doch, als müsse sie die Stimme kennen. »Bist du es, Reineke, der in dieser Nacht auf Raub ausgeht?« sagte sie. »Ja«, antwortete Reineke, »ich bin es, und ich möchte euch jetzt fragen, wie ihr Gänse über die Nacht denkt, die ich euch bereitet habe.« »Willst du damit sagen, dass du uns sowohl den Marder als auch den Otter auf den Hals geschickt hast?« fragte Akka. »Eine gute Tat soll man nicht abstreiten«, sagte Reineke. »Ihr habt einmal Gänsespiel mit mir gespielt. Jetzt habe ich angefangen, Fuchsspiel mit euch zu spielen, und ich bin nicht gesonnen aufzuhören, solange noch eine einzige von euch am Leben ist, und sollte ich auch gezwungen sein, euch durch das ganze Land zu folgen.« »Ja, Reineke, du solltest doch bedenken, ob es recht von dir ist, der du mit Zähnen und Krallen bewaffnet bist, uns, die wir wehrlos sind, so zu verfolgen«, sagte Akka. Mikkel fand, dass es so klang, als sei Akka bange, und er sagte schnell, »Wenn du diesen Däumling nehmen und mir herunterwerfen willst, ihn, der mir nun schon so manches Mal in die Quere gekommen ist, dann verspreche ich dir, Frieden mit dir zu machen, Akka. Dann will ich weder dich noch eine von den deinen je wieder verfolgen.« »Däumling kann ich dir nicht geben«, sagte Akka. »Von der Jüngsten bis zur Ältesten würden wir alle gern unser Leben für ihn wagen.« »Haltet ihr so große Stücke auf ihn«, sagte Reineke, »dann verspreche ich dir, dass er der erste von euch sein soll, an dem ich Rache üben werde.« Akka sagte nichts mehr, und als Reineke noch ein paar heulende Töne ausgestoßen hatte, wurde alles still. Der Junge aber lag noch immer wach. Jetzt hinderten ihn die Worte, die Akka zu dem Fuchs gesagt hatte, am Schlafen. Nie hätte er sich träumen lassen, etwas so Großes zu hören, dass nämlich jemand sein Leben für ihn wagen wollte. Von dem Augenblick an konnte man von Niels Holgersen nicht mehr sagen, dass er niemand lieb hatte.